Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Und heute mit dabei, frisch, fromm und fröhlich und gesund hoffentlich. Wo fange ich denn heute an? Ich fange heute an bei Kako, der spielt Bruce. Guten Abend. Und Mondschatten spielt Scarlett. Hallöchen. Beramin spielt Samantha. Hallo. Und last but not least, Dererion spielt Ronan. Und ist gemutet. Geht doch zweimal, hey. Ja. Heute ohne Kontaktlinsen beim Koala, weil der Koala, der hat heute schwer böse Kopfschmerzen und die Kontaktlinsen machen das nur noch schlimmer. Deswegen lassen wir die weg und hoffen, dass wir heute nicht so viel machen müssen. ja, und haben uns fit gespritzt für den Stream. Keine Macht in Drogen und so. Ja, und wir spielen Vampire the Masquerade. In der fünften Edition, das heißt, vom Setting her ist es eine dunkle und düstere Welt. Das heißt, es könnten Dinge vorkommen, die nicht eitel Sonnenschein sind und auch keine schöne Fantasy- oder Happy Ending Storytelling Sachen sind. Das heißt, wenn ihr irgendetwas seht oder hört, was euch irgendwie anfasst, irgendwie euch triggert oder sonst irgendwie euch nicht gefällt, dann schaltet einfach aus, überspringt ein paar Minuten. Wenn ihr das nachschaut auf YouTube, könnt ihr das ja. Mutet den Stream oder sonst irgendwas. Bitte macht euch nicht selber kaputt, nur weil ihr den Stream gucken wollt. Genau. Und außerdem spielen wir ein Rollenspiel. Das heißt, meine Spielerinnen und Spieler und auch ich, wir verkörpern Rollen. Das heißt, alles das, was die Figuren in dieser Spielewelt tun, ist deren Sache und nicht unbedingt Meinung und Handlungsweise von uns. Bitte fühlt euch frei, die Charaktere scheiße zu finden und anzugreifen, aber bitte nicht uns als Spielerinnen und Spieler. Genau. Bitte da Charakter und Spieler und Spielerin trennen. So, ja. Und wir spielen Vampire. Das heißt, die Charaktere sind Vampire und sie sind immer noch in der Stadt ohne Namen unterwegs. Diese Stadt hat außerdem noch die Besonderheit, dass Vampire sie nicht verlassen können. Zumindest nicht so ohne weiteres, wie wir seit dem letzten Mal wissen, oder zumindest die Charaktere, oder ein Charakter weiß es jetzt ganz bestimmt. Weil beim letzten Mal haben die Vampire einen Brief gefunden von Samanthas Sire, der ja schon seit einiger Zeit jetzt verstorben ist. Also in Time jetzt, glaube ich, 2, 3 Monate verstorben ist. Oder? 2 Monate mindestens, Einen glaube knappen Monat, der 25. Dezember, Ein ist ein Monat, Todestag ja. gewesen. Ich und Zeiten. Ich bringe immer alles durcheinander. Ja, das. Genau, wir spielen Anfang 2019. Und ja. Die Charaktere haben alle mehr oder weniger, also jetzt inzwischen, wo einige ausgeschieden sind aus dieser Runde, eher ja, mehr oder weniger Machtstellungen in der Stadt. Samantha ist die Harpie, Ronan ist der Sheriff, wenn auch ein stark angeschlagener Sheriff, weil auf dem Präsentierteller gelandet, aus irgendeinem komischen Grund. Bruce ist das Kind einer Primogenen und naja, Scarlett ist die einzige La Sombra in der Stadt vielleicht. Geduldet. Naja, zumindest da schon mal ganz besonders. Und ja, beim letzten Mal haben wir Scarlett ja kennengelernt. Die hat zu tun mit dem Ex-Klüngel von Sam über so 4, 5 Ecken und gewährt denen wohl Unterschlupf. Und ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass ihr den Brief gefunden habt und dass ihr jetzt wisst, dass Ronan tatsächlich von einem Geist verfolgt wird, der euch auch auf den Brief hingewiesen hat, auf eine merkwürdige, geisterhafte Art und Weise. Ja.
Außerdem habt ihr irgendwie das starke Problem, dass Ronans Freundin Jelly verschwunden ist, genauso wie Dr. Angela. Also es ist ein Primogen der Stadt entführt worden oder vernichtet worden oder man weiß nicht so genau, was mit ihr passiert ist, und auch Jelly ist halt verschwunden, was die ganze Sache sehr emotional für Ronan macht. Ihr habt die starke Vermutung aufgrund der Aussage vom Dicken, dem Nosferatu, der zur Ex-Klünge von Samantha gehört, dass es Brucher waren, die sie entführt haben. Und da es in der Stadt, in der Camarilla, außer Dr. Angela keine Brucher gibt, müssen das Anarchen gewesen sein. Und da gibt es eigentlich nur einen, der da irgendwie Interesse haben könnte, sich mit Dr. Angela zu befassen, nämlich ihr Ex und ihr Sire Adam, den ihr jetzt natürlich total auf den Kicker habt, und Ronan wollte den jetzt vorladen oder zumindest eine Anhörung starten oder so. Ja. Das Problem ist, der ist ein Anarch und naja, Ronan ist von der Camarilla. Könnte funktionieren, könnte aber auch nicht funktionieren. Bruce ist da auch ganz hinterher und war total empört und geschockt von den Ereignissen und hat seine Sire damit konfrontiert, da sie eigentlich ganz gut mit den Anarchen kann oder konnte. Und die behauptet aber felsenfest, dass das irgendwie gefaked sein muss oder irgendwie, dass das nicht sein kann, weil so würden die nicht handeln. Und zieht in Zweifel die Beweise, die ihr habt. Und lässt sich nicht so richtig überzeugen, aber Bruce ist da ein bisschen hinterher und denkt sich, jo, jetzt, wenn die Primogen jetzt angegriffen werden, dann steht sie irgendwie auch irgendwie zwischen den Stühlen. Das heißt, wir müssen verschwinden aus unserem bis jetzigen Haus und müssen irgendwo anders uns untertauchen und sind dann in das Motel gezogen, wo der Klüngel vorher gewohnt hat, sogar in dasselbe Zimmer eingezogen. Beziehungsweise ein Zimmer weiter eingezogen. Da verstecken sich Bruce und seine Sire jetzt. Und Bruce hat gemeint, er würde jetzt Anna, die Sire, nicht mehr aus den Augen lassen für die nächste Zeit. Und das ist ein Problem, weil Anna die Kontaktperson zu den Anarchen für Ronan ist. Das heißt, irgendwann muss sie wohl weg. Mal gucken. Soweit, so gut. Wenn euch das jetzt alles überhaupt nichts sagt, dann müsst ihr leider die letzten Streams alle nachgucken. Das sind auch nur 31. Das heißt, es sind sogar mehr, weil da kommen noch ein paar Zwischenspiele dazwischen. Ich glaube zwei. Also das sind insgesamt 33 Folgen. Kann man mal machen, jetzt wo man so drinnen bleiben muss. So. Wir beginnen aber nicht heute genau da, wo wir die Gruppe verlassen haben, also als der Brief irgendwie offenbart wurde, sondern wir springen 2 Tage in die Zukunft und haben Sam damit Zeit gelassen, den Brief eindeutig durchzuforsten und durchzulesen, weil der war nicht ganz kurz, der war 15 Seiten lang. Wenn ihr Patreon seid, dann habt ihr den vielleicht schon entdeckt. Auf der Patreon-Seite kann man den nämlich angucken. Ronan wollte die Vorladung oder beziehungsweise diese Konfrontation mit Adam auslösen, hat ihm 2 Tage irgendwie Zeit gegeben zum Rückmelden. Die würde jetzt irgendwo jetzt ablaufen, die Zeit. Je nachdem, wann Anna irgendwie die Nachricht überbracht hat. Scarlett befasst sich jetzt, wo sie genau weiß, dass das erste Mal richtig einen Geist gesehen hat. Also so richtig, richtig. Ein bisschen mit Geister für Anfänger, die Bücher in der Bibliothek oder so. Und Bruce ist damit beschäftigt, Anna unter Kontrolle zu halten und nicht zu doll aufzufallen. Genau, Geister für Dummies, ja. Ja. Und außerdem wollte Ronan ja auch noch eine Primogenratssitzung einberufen wegen der aktuellen Lage. Oder hat das nahegelegt und die Prinz der Stadt hat das auch irgendwie ganz gut gefunden. Mal schauen.
ob das auch noch irgendwie eine Rolle spielen könnte. Ja, dann, ich würde sagen, da der Ronan ja bei Sam wohnt und Bruce ganz viel mit dem ganzen Security-Ding-Zeugs zu tun hat, ist das einfach, euch drei jetzt an dem Tag wieder zusammenzubringen. Frage ist irgendwie, wie kriegen wir Scarlett jetzt dazu zu Sam rüber? Ist Scarlett so interessiert an dem Geist, dass sie Ronan aufsucht, oder? Definitiv. Ja. Dann haben wir zuerst die drei, Ronan, Samantha und Bruce, irgendwie zusammen, irgendwie, und dann kann Scarlett später dazukommen gleich. Beginnen wir mal. Was macht ihr denn den ganzen Tag und was ist, steht an für heute und was gibt es als Gesprächsthema? Sam hat sich, seit sie den Brief bekommen hat, erstmal mit dem Brief in ihr Schlafzimmer verkrümelt, in Ruhe zu lesen. Ist seitdem Ronan ein bisschen aus dem Weg gegangen. Hat ihn immer so, also die Vorladung hat sie noch geschrieben, die haben wir in den stummen Briefkasten geschmissen, in den Park. Und danach hat sie sich immer nach Motto, ja, ich muss da Sachen machen, tut mir leid, ich bin beschäftigt, ihn so quasi immer rausgeschmissen und sich von ihm ferngehalten. Und ihn auch wirklich aus dem Büro rausgeschmissen. Das wird Ronan ja definitiv aufgefallen sein, diese Wesenszugsveränderung. Hast du übrigens in den 2 Tagen nichts von Jelly gehört? Ja. Yay. Sagen wir mal so, also es ist dieses, also dass sie schon mal ein bisschen pumpig zu ihm war, das ist völlig okay. Aber das ist jetzt halt irgendwie sehr komisch und direkt mit dem Brief von Ronan ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Also der geht davon aus, dass da irgendwas Schlimmes drin stand. Oder zumindest etwas, das sie sehr aufgewühlt hat. Und ich meine, mit dieser ganzen Inszenierung, mit dem Flock, mit der Rose drauf, da ist ein Brief drin. Also Ronan geht davon aus, da steht irgendwas von Andrew drin, was sie jetzt emotional extrem auffühlt. Und das ist jetzt eine Sache, wo er tatsächlich auch nicht bohren würde, weil ihn das nichts angeht. So, prinzipiell zumindest. Und er würde Sam dann tatsächlich auch weitestgehend in Ruhe lassen. Bis auf halt jetzt den Umstand, nachdem wir 2 Tage vergangen sind, wo keine Antwort erfolgt ist von der Seite von Adam aus. Keiner Nachricht ist gesagt, ist vorbeigekommen und hat gesagt, ey, der kommt nicht. Also nix, null, nada. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo dann Ronan halt persönlich bei Adam auf der Türschwelle erscheinen müsste. Allein schon, um den Anarchen zu zeigen, dass der Posten ernst gemeint ist. Und warum dann nicht gleich quasi seinen stellvertretenden Sicherheitschef in Spe? Du meinst Scarlett, richtig, cool. Richtig. Was für ein Aufstieg. Die okkulte Beraterin. Aber vor allem die Harpie mitzunehmen, weil Rückendeckung ist nie verkehrt. Und er geht schlauerweise davon aus, wenn Bruce dabei ist, wird er nicht angegriffen. Was weil stand jetzt genau in diesem Schreiben, was du formuliert hast? Also er wird es ein relativ salopp ausgedrückt haben. Hey Adam, hallo Anarchen. Euer Primogen, beziehungsweise das Primogen der Brucher, wurde entführt. Es gibt Augenzeugen, die berichten, dass es die Anarchen waren. Es wäre schön, wenn ihr euch dazu äußern würdet und da Adam ja für euch spricht, erwarte ich binnen 48 Stunden eine Rückmeldung von Adam. Sollte keine erfolgen, wird er nach den Gesetzen der Camarilla abgeholt.
Sam würde dabei noch ergänzen, und es um sein Kind geht. Genau. Und es um sein Kind geht, und das dann doch in seinem Interesse ist. Bitte melde dich. Ja, ich sag mal, keine Antwort wirst du nicht kriegen. Du wirst eine Antwort kriegen, wie die Zeugen lügen. Und jetzt, so ungefähr. Und dann so ein... Oh. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß, sowas. Tun wir ja. Weil es ist ja auch Primogen der Camarilla. So. Na schön, dann muss halt Methode Nummer 2 herhalten. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch so ein Abend sein, das ist ja nochmal 2 Tage jetzt schon her alles. Jetzt die ersten beiden, die 48 Stunden die ja dann vergangen sind, wurde ja schon von dem vorhin gesagt, wird ja Bruce dann vor allem im Motel bleiben bei Anna. Allerdings ist das halt auch nicht so ihrs. Ne? Sie ist ja nun mal sehr viel auf ihre Freiheit bedacht. Und ja, wir haben jetzt erstmal den ersten Tag vermutlich da so ein bisschen genutzt, um erstmal runterzukommen. Ne? Ich habe halt wirklich in den ersten 24 Stunden komplett ein Auge auf sie gehabt. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wir haben uns ja jetzt nicht so super häufig gesehen. Wir haben uns ja vorher nicht angeklettert oder so. Und Bruce, der halt darauf bestanden hat, dass wir jetzt erstmal zusammenbleiben, haben wir halt nochmal ein bisschen über uns erstmal gesprochen, haben uns ein bisschen mit uns unterhalten. Allerdings treiben ja Bruce dann auch ähnliche Sachen rum. Er will ja erfahren, was da geschehen ist. Wobei jetzt das jetzt nicht direkt also hauptsächlich um Angela geht, sondern mehr um Jelly, die ja auch verschwunden ist. Und da Bruce ja jetzt sogar auch kein Handy mehr hat, das hat er ja doch nach einigen Anmerkungen dann nochmal weggeworfen, hat er ja dann außerhalb der Stadt auch keine Informationen darüber bekommen, wie es jetzt Jelly hauptsächlich geht und wie das jetzt überhaupt weiterläuft mit den Anarchen und so weiter. Und ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich eher so der Grund, warum ich mich dann wieder zum Club aufgemacht hätte. Einfach nur, weil ich ja da immer noch Ronan vermute. Und ich glaube, Anna tut es auch mal ganz gut, wenn sie mal ein paar Stunden ohne mich hat. Gerade weil dieses ganze Üben und dieses vertrauter machen mit meinen Vampirkräften, was wir dann wahrscheinlich da auch gemacht haben in den paar, Stunden, die uns da geblieben sind in der Nacht, da hat dann auch immer keinen Bock mehr auf mich, weil ich da echt unbegabt drin bin anscheinend und da eigentlich auch nicht so viel Bock drauf habe. Weil dieses Tier immer zu reizen, das ist halt nicht so Bruce Sache. Und ja, deswegen ist also mal ein paar Stunden Auszeit ganz, ganz praktisch und deshalb würde ich mich dann auch zu Fuß natürlich nicht mehr mit dem Bus dann aufmachen zum Club. Und ich meine, natürlich kann man auch immer noch ein paar geschäftliche Sachen klären, wobei $2,000 schon ganz nett sind. Ja. Das heißt, du stehst dann an der Tür, kannst dann rein, weil das Ganze ist ja immer noch eine Baustelle. Abend, also nachts werden wohl die Arbeiter da nicht mehr groß zugange sein, aber du machst halt so große Schritte, wie so ein bisschen der Storch durch den Senat über so gerade neu verlegte Kabelstränge. Und, gerade weil Bruce ja auch so gar keine Ahnung von hat, von so Technik-Krams und so weiter. Nach dieser ganzen kurzen Panik, die er da hatte, würde er sich auch jetzt ganz anders in der Stadt verhalten. Ist ja vorher mal relativ offen rumgelaufen und ja, seitdem er jetzt auch schon ausgezogen ist für kurze Zeit, würde er dann auch versuchen, mehr sich von Kameras und so weiter fernzuhalten. Er trägt ja normalerweise auch schon immer diesen Kapuzenpulli, aber immer nur mit dieser Mütze. Würde dann so wie einer dieser vermeintlich coolen Jugendlichen dann die Kapuze auch noch über die Mütze ziehen. Was halt ein bisschen ulkig aussieht, weil der Pulli ihm wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein ist, dass er ein bisschen spacko aussieht. Auffällig, unauffällig. Genau, auffällig, unauffällig. Man würde dann vermutlich auch so irgendwie anders herum zur Baustelle gelangen als sonst. Und dann ist es wahrscheinlich so sein, dass er einen Umweg, ja. Genau, und er läuft so einen kleinen Umweg. Und dann sind ja teilweise auch immer noch so Plan, zieht das alles auseinander und guckst so. Schon auf dem Boden, wo dann diese Kabel verlegt sind. Oh. Dann wirklich so ganz vorsichtig und leise. Hallo? Da gehe ich so ganz langsam voran. Klappern so gegen den Beton. Wer ist da?
Ich bin's. Alles gut. Ach, erschreck einen doch nicht so. Ich wollte extra leise sein. Dann so stopfe ich so, ne, so über die Kabel. Wo ist Ron? Ich wollte ihn fragen. Okay, ich wollte nur noch fragen, oder hast du was von Jelly gehört oder so? Leider nicht. Scheiße. Aber nachdem sie die Nummer von hier ja auch nicht hat, wir haben das Telefon ja erst ziemlich neu. Okay. Ja. Ansonsten auch irgendwie keine Anzeichen oder sowas davon gehört, wo die abgeblieben ist? Ich wüsste nicht wirklich, wo wir anfangen sollen zu suchen, ohne irgendwie Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ja, bei mir halt ähnlich. Ich habe jetzt letzten Tage auch nichts wirklich rausfinden können, wo die sind. Ich bin ein bisschen in der nordwestlichen Wüste abgegangen, da war aber gar nichts zu finden. Nachdem Jelly ja eigentlich ziemlich klug ist und das schon mehrfach bewiesen hat, würde ich eigentlich meinen, dass sie abgehauen ist und weiß, dass sie jetzt erstmal den Kopf unten halten sollte. Ja, vermutlich. Aber sie weiß, wo sie uns finden kann. Ja, es ist für sie wahrscheinlich leichter, ungesehen zu uns zu kommen, als für uns sie jetzt irgendwo zu finden. Das machen wir ja auch so. Ich meine, sie hätte ja wenigstens irgendwas vielleicht gesendet, nur zu zeigen, dass es ihr gut geht. Sie muss ja nicht direkt hier bei uns aufkreuzen, aber ich weiß nicht. Ich meine, irgendein Penner bezahlt, dass der irgendeinen Brief hereinlegt oder so. Ich weiß es ja nicht. Oder ja, tagsüber. Du weißt, aber ein Penner kann man auch dazu bringen, irgendwelche Sachen zu erzählen, auch wenn er es nicht möchte. Oder für ihn irgendwas, weiß ich nicht, geknüpftes Papier an einem Stein, keine Ahnung, am Tag oder so. Ich weiß es ja auch nicht. Ich mache mir da auch einfach nur Sorgen um die Kleine. Wie geht's dem alten Mann? Ich denke, soweit in Ordnung. Ich weiß nicht. Ich gehe mal nach unten eben kurz. Du kannst sie noch hochbringen ins Büro. Das ist, glaube ich, ein bisschen gemütlicher als... Ach so, ja, ich weiß nicht, wenn er da bleiben möchte. Ich hole ihn eben. Gut. Dann tapse ich nach unten in den Keller. Ja, du gehst halt durch die Baustelle des Clubs durch und ja, es ist alles ja hier noch richtig fertig und des Nachts auch nicht vernünftig beleuchtet natürlich. Irgendwo als Bruce dann irgendwie wieder durch die Kabel stapft, hört er irgendwo einen Hund bellen? Nein. sieht einen Schatten, der sich gerade durch die Eingangstür bewegt. Hallo? Einfach mal in die Richtung des Schattens. Scarlett kommt gerade rein. Warst du schon mal hier? Hallo? Wo ist denn hier jemand? Hallo? Ich bin... Ach, Moment. Ich komme die Treppenstufen wieder hoch und lege mich beinahe auf die Nase, als ich dann über Kabel schleppe. Vorsicht! Ist hier heute Tag der offenen Tür? Sieht ja ganz so aus. Was weiß ich denn? Herr Türsteher, könnt Sie bitte deinen Eintritt kassieren? Der Herr Türsteher war gerade auf dem Weg in den Keller. Für die Unterwiese, was machst du denn hier? Eigentlich wollte ich mit Ronan sprechen, aber schön, euch auch hier zu sehen. Ach gut, ich war gerade in den Keller, ich hole ihn eben. Okay. Dann wieder. Dann komm doch du schon mal mit hoch ins Büro. Jawohl. Und Scarlett folgt Samantha. Übrigens mit wahnsinniger Sicherheit durch die Dunkelheit laufend. Anders als Bruce, der so... Ist hier eine Wand? Da. Ronan? Hallo? Hier kommt eine große Nikotinwolke entgegen, als du die Tür zum Keller aufmachst. Achso, ich kann ja gar nicht mehr husten. Du kannst schon. Du kannst. Nein, ich will aber nicht. Ich will aber nicht husten. Scheiße. Oh. Scheiße. Da
dachte, du freust immer ein bisschen, dass ich da bin. Was ist denn los? Ron ist so über so ein, über einen Tisch gebeugt, wo er da so, so einen hingerotzten Zettel quasi liegen hat. Die Antwort von den Anarchen. Ja, das Brucher-Clan-Symbol ist größer als, die, als der Rest von dem. Also das ja. So. Ja, ja, schon klar. Das ist so ein bisschen wie bei den Avengers, nur dass da halt dieses riesige. Ja. Und links und rechts quellen die Aschenbecher über. Hast du mal überlegt, die wegzuschmeißen? Das ist ja schlimmer als mein Taxi. Ja, hab ich drüber nachgedacht. Nein, ich meine die. Ich deute das auf die Aschenbecher. Oh, was? Die. Komm ja, her. Ich habe eine Antwort gekriegt. Oh, und? Charmant so gesagt, sagen sie, ich kann sie mal am Arsch lecken. Was? Ich, wenn die noch so voll liegt, dann würde ich mich mal so neben dich hin, hinstellen. Oh. Alles Lüge, wir waren das nicht, wir würden sowas nicht machen. Das ist voll so ein Camarilla-Ding. Und was, das fickt euch vergessen. Und im Übrigen, leck mich. Gezeichnet, du Arsch. Okay. Das ist ein Problem. Ja. Denn, und jetzt muss ich hin. Ja, aber erstmal, die anderen warten oben auch noch auf dich. Dieses, ist Sam's Laune besser? Ich habe mich letzten Tag aus dem Keller getraut. Ich dachte, die frisst mich. Hoppala. Hebt mal lieber die Köpfe wieder auf. Das weiß ich jetzt nicht, aber dieses andere Mädchen ist da wie... Scarlett. Ich habe den Namen nicht vergessen. Scarlett. Sie war von auch noch da. Und, ich wollte vor allem auch wissen, ob du was von Jelly gehört hast, aber Sam meinte vorhin schon, es gibt nichts Neues. Nein. Nicht. Scheiße. Na, ich weißt du, vermutlich muss ich was Dummes tun. Und zwar die Anarchen um Hilfe bitten. Um Hilfe bitten? Ich weiß jetzt nicht, ob Anna so eine überragende Menschenkenntnis hat. Oder einfach nur den Typus, ich bin ein Rebell, unterstützt. Aber wenn es die Anarchen tatsächlich nicht waren, so was uns zu der Frage bringt, warum Dick und Doof sowas behaupten würden, oder nur ein paar von ihnen, sollte es Adam zumindest kümmern, dass sein Kind verschwunden ist. Wenn die Anarchen ja so viel auf Familie geben und wir halten zusammen. Ja, gut. Angela, so mag in ihren Augen ein Verräter sein. Aber sie ist noch immer sein Kind. Ich weiß ja nicht, wie das normalerweise läuft. Aber streich ich als mal. Aber ich als das Kind eines anderen Mannes kann, glaubt das auch. Also wenn es ihn gar nicht interessiert. Ich meine, ich kenne ihn nicht gut, er wirkte eigentlich schon wie ein Arsch, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Und wenn er nichts zu verbergen hat, dann kann er mir auch helfen. Das ist sowieso was anderes, da wäre ich aber auch für. Aber wie gesagt, lass das auch mit den anderen bequatschen und schmeiß die ekligen Stummel weg. Also, ich kann mir den Gestank nur noch vorstellen. Und zockt mit den Schultern, hebt die beiden Aschenbecher hoch, geht zu einem Mülleimer, kippt die da rein, stellt sie wieder auf den Tisch. Ja, geht doch. Immerhin. Glaub mir, ich kenne das von früher. Gibt's so eine große Aschewolke aus dem Mülleimer. Der ist auch schon randvoll. So. Weißt du, was ironisch ist? Seit ich tot bin, rauche ich mehr als früher. Das ist wirklich ironisch. Das Thema Lungenkrebs hat sich ja erledigt. Ich habe aufgehört zu saufen.
Interessant. Ich wünschte, ich könnte saufen. Ich würde lieber saufen als rauchen. Gibt es da, das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Ich würde dann so, ne, Ronan Trezen, dass er dann jetzt auch mal aufsteht. Ja, ich komme ja schon. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ist das üblich, dass man das noch kann? Also ich meine, ich spucke halt abends immer ein bisschen was raus, aber an sich, den Tag über bleibt es drin. Ist eigentlich wie früher. Da, ich habe mal gehört, es gibt so ein paar beneidenswerte Glückspilze, 10% oder so von uns, also jeder 10. oder 20. oder so. Kann das noch manchmal irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, ich glaube, eigentlich sind wir gar nicht so die. Es gibt keine Norm, wir sind quasi Mutanten irgendwie, glaube ich. Das Problem ist gar nicht, dass nicht, also du könntest ja trinken, das ist ja für jeden Vampir möglich, seinen Metabolismus durch das Tier wieder in den Gang zu setzen. Das Problem ist einfach, es schmeckt einfach nicht. Das ist auch für Bruce eigentlich auch so, deswegen hat er wahrscheinlich auch aufgehört zu trinken, weil wenn alles nur nach Asche oder nach irgendwas, was früher mal vielleicht irgendwie so eine Erinnerung wachruft, irgendwie von dem, wie es mal geschmeckt haben könnte. Aber irgendwie alles so fad und. Darum habe ich irgendwie immer gern Jelly zugeguckt, so wenn sie meinen Whisky gesoffen hat. Es war gleichzeitig auch etwas komisch, dass du dir dabei zuguckst, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Das ist so ein bisschen wie der Schädel aus dem letzten Einhorn. Aber ich erinnere mich. Na gut. Also gucken wir mal, in welcher Laune Sam ist. Und Scarlett, die Schattentante, ist auch da. Mit ohne O'Hara. Schattentante? Du bist davon gar keine. Was bringt man euch eigentlich im ersten Jahr bei? Freiheit! Ich hatte in der Schule damals Englisch, Biologie und dann sich so Schule her. Oder was meinst du? Echt jetzt? Dein Ernst? Du hast auch eine doofe Frage gestellt. Nein, eigentlich nicht. Das war eine verdammt intelligente Frage. Mir hat niemand was beigebracht. Hallo? Also, ich muss mir das schon alles selber nett erfragen. Und dann war das eher so. Also, weißt du, wenn jemand Schulbank nach dem Tod noch mal richtig gedrückt hat, dann leider ich. Sagt und zwar der, im Hardcore-Modus. Der in der Vorlesung nicht aufgepasst hat. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht. Das heißt nicht, dass man die Schulbank gedrückt hat, dass man was gelernt hat. Sie ist eine La Sombra. Also vermutlich die einzige La Sombra hier. Den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Anna war jetzt nicht begeistert. Aber das ist ja von jedem anderen auch. Das ist ja ein Kunststück. Die Reaktion war so ähnlich wie Dyson Ventru. Ja, genau. Und mit so einem ganz leichten Anflug von Angst. Naja, also kurz zusammengefasst, die sind noch nicht lange bei uns im Verein. Okay. Quasi steht auf allen La Sombra noch so eine Probezeit, so quer über die Stirn gedruckt. Okay, das, ja. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn sich Sachen so schnell verändern, wie das hier in der Stadt annähernd der Fall ist, dann brauchen die Alten dafür Zeit. Wo waren die denn vorher? Am Sabbat. Also, ich überlege kurz und dann. Oh! Die waren so ein bisschen irgendwie so, dass südeuropäische Gegenstück zu den Ventru. Nur im Fall der durchgeknallten Bestien. Okay, also auch so diese
ganze ehemalige Adelsriege hochnäsig, hochnäsig, halten zu viel von sich im Normalfall. Naja, was, ja, angeblich, ich weiß das nicht so genau, aber konnten die Schatten manipulieren. Das ist jetzt aber nicht so wie in diesen schlechten Twilight-Filmen, dieser Typ, der so Schattententakel auswirft und so. Es gibt eine Menge Gerüchte, aber wie viele davon jetzt stimmen? Keine Ahnung, die einen sagen, das reicht aus, damit man irgendwie bedrohlicher im Gesicht aussieht. Die anderen sagen, möglicherweise quatschen die mit Satan jeden Sonntag. Okay. Aber vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, hätte ich dich gefragt, ob du mich verarschen willst mit Satan. Das finde ich jetzt ein bisschen gruselig. Frag das mal den gläubigen Katholiken, der vor dir steht. Mhm. Eieiei. Puh. Aber die scheint ja ganz nett zu sein, also. Ich wollte gerade sagen. Ich meine, ich kenne jetzt generell vergleichsweise wenig von uns schon. Bruce, lass dir gesagt sein, es geht immer noch schlimmer nach unten bei unser Eins. Das glaube ich, ja. Wir stehen schon ein bisschen länger vor Sams Tür. Willst du hier nicht mal reingehen? Hey, Schnuckelchen. Ihr habt aber lange aus dem Keller bis hierher gebraucht. Schau auf Ronan. Ich habe gedacht, ein Gentleman lässt Damen nicht warten. Sie können Gentleman. Hm. Hey, Scarlett. Hallo. Wie geht's? Und ich mustere ihn von oben bis unten. Immer noch auf zwei Beinen. Sehr gut. Ich bin stolz. Kein Geist zu sehen, leider. Schade. Sam, ich weiß gar nicht, ich habe Antwort gekriegt von den Anarchen. Und? Sie sagen, leck mich. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja. Klar. Und das heißt nur? Dass ich in meiner Funktion als hochgewichtiger Sheriff der Camarilla jetzt die Leute persönlich aufsuchen muss. Mit meiner Sicherheitstruppe. Sehr Welche schön. Sicherheitstruppe? Schaut sich so um. Mit meiner Sicherheitstruppe. Cool. Hast du Nosferatu, die jetzt aus den Schatten kommen? Ich würde wieder die Schublade am Schreibtisch aufziehen und die Machete rausholen und auf den Tisch legen. Sehr schön. Respekt. Nett. Hast du die vom Crocodile Dundee? Du hast sie doch schon gesehen, Bruce. Oh, ne, die fiel mir aber nicht so groß auf. Jetzt, wo sie auf dem Tisch liegt, ist sie noch mal größer. Ja, das ist mit manchen Dingen so. Und bei manchen ist es das exakte Gegenteil. Ich glaube, ihr lebt allgemein recht gefährlich, wenn ihr euch so bewaffnet, oder? Nee, das ist nur Vorsicht. Ach gut. Ach, in dieser Stadt scheint man manchmal leicht den Kopf zu verlieren. Und warum sollten das Vergnügen nur andere haben? Deswegen gehe ich für gewöhnlich nicht vor die Tür. Ja, ist vielleicht eine weise Idee. Ich glaube, du bist klüger als wir alle zusammen. Amen. Ist aber auch manchmal etwas eintönig. Amen. Aber wenn du jetzt schon da bist, wie hieß dein Sire nochmal? Alexander. Alexander Moore. Wieso fragst du? Aha. Ronan, was sagt dir der Abyss? Ähm,
kann ja mal Intelligenz okkult würfeln, so was mir der Abyss alles sagt. Ja, gerne. Und du schaust währenddessen wie ein Auto rein. So, Kennst du den Film Abyss, Bruce? Bruce, ja. Kaku leider nicht. Eine 10. Immerhin eine 10. Du bist gemutet. Ein Erfolg. Puh, Die Gerüchte, ne? Ja. Satan und so. Und du kennst den Film. Der hat was mit Wasser zu tun. Der Abyss. Puh, ja. Kommt mich so drauf an, wen du fragst. Also. Für die meisten, denke ich, ist das eher sowas wie ein Synonym für die Hölle, der Ort, wo die Dämonen wohnen oder so. Ist normalerweise nicht so das Forschungsgebiet von den Tremere. Da gibt es andere, die sich theoretisch damit besser auskennen. Ja, was weißt du davon, Scarlett? Nun ja. Um es einfach zu halten, dass wir sind teilweise mit dem Abyss verbunden und können bestimmte Dinge tun, wenn man uns bedroht. Sagen wir mal so. Wir können da so bestimmte Sachen mitmachen. Da hörst du es, Bruce. Eine völlig klare, strukturierte Aussage, die uns allen weitergeholfen hat. Wir reden jetzt aber nicht wirklich von der Hölle da unten. So mit Feuer und. Nun, ja. Feuer gibt's da, glaube ich, weniger. Eher so gequälte Seelen. Ja, Bruce, diesmal so. Andrew hat ihn als den grausamen Abgrund voll Dunkelheit bezeichnet. Das ist sehr kann man so aus. Schau so zu Sam, zu Scarlett. Aber Bruce, diesmal anders. Auf Hölle oder nicht? Du bist ein Vampir. Ja, deswegen sollte ich mich eigentlich nicht wundern, aber es schmerzt irgendwie immer noch ein bisschen, das zu hören. Oh, das war die Katholiken hier. Wie kannst du bestimmte Dinge miteinander vereinbaren? Das war zumindest so schlecht gelaunt, wenn Schätzchen. Oh, verstehe. Und wie stehst du zu Veronica? Ronan? Oder Scarlett? Ist mein hochgepriesenes Primogen. Pünktchen. Natürlich lege es mir fern, einen Primogen irgendwie. Vorsicht, die Harpy und der Sheriff sind anwesend. Natürlich. Sagen wir es mal so, aber sie ist Teil einer ziemlich mysteriösen Geschichte, in die mein Sire reingeraten ist. Ach, das ist interessant. Sie wurde einmal attackiert und man hat meinen Sire dessen Angriff beschuldigt, weswegen er zum endgültigen Tod verurteilt wurde. So ein Zufall. Wow, okay. Sam? Dafür, dass du so unsubtil gezielt nachfragst, dir geht doch was durch dein hübsches Köpfchen. Er macht mal so einen Schritt vom Schreibtisch weg. Wirklich so fast so ein Reflexschritt. Ich möchte, wie wir wahrscheinlich alle aus dieser Stadt herauskommen. Oh ja. Edo hatte den Schlüssel, um diese Stadt zu verlassen. Ich habe inzwischen erfahren, dass es nur die Seele eines Vampir kostet. Vielleicht steige ich über Kaugummi.
Jetzt im übertragenen Sinn oder tatsächlich ritualmäßig? Ich glaube, wenn einer von uns dafür über die Klinge gehen muss, endgültig, hat das nichts ritualmäßig damit zu tun. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Also, Sam, wenn wir uns, also, schaut mal zu Scarlett, wenn wir uns hier jetzt in den Bereich bewegen von ritualbedingter Seelenopferung, ist das ein Punkt, der nichts mehr mit Blutzauberei zu tun hat. Ich würde auch sagen, dass das tiefer geht. Ich verstehe es nicht, noch nicht komplett, aber es ist eben nicht nur eine Komponente. Ich weiß, dass Andrew Wissen bekommen hat von Veronica, von Malcolm, von Alexander. Und Frank hat wohl auch seinen Teil dazu beigetragen. Oh, toll. Moment. Von Veronica. Blutzauberei. Ja. Und also Blutzauberei, Okkultismus, Hermetik. Von Malcolm. Banu Hakim, Blutmagie, sag es, wie es ist. Bluthexerei, Zeug, wie auch immer. Wer war noch beteiligt? Frank Graham. Ja. Was zur Hölle macht denn mal Kaviar in dieser Gleichung? Oh. Warum? Das ist ganz schlecht. Der Blick hinter den Spiegel. Und dein Sire war unschuldig, Scarlett. Woher weißt du das? Aus diesem Brief. Aber das hilft dir jetzt zwar nichts mehr, aber vielleicht... Na gut, bei unserem Prinzen werde ich damit keinen Blumentopf gewinnen. Ja, doch, für dich selber vermutlich. Als ob die das interessiert, ob mein Sire unschuldig... Entschuldigung, dass diese werte Dame... Also, ich glaube, ach, du komm, kannst, was sie angeht, ehrlich. Hier frei reden. Ach komm, jetzt mal ganz ehrlich. Die interessiert das in Scheiß, ob er unschuldig war oder nicht. Im Gegenteil, die freut sich doch noch, wenn sie einen Grund findet, warum ich auch den hier mache. Aber was bei der ganzen Sache auch noch sehr spannend ist, Veronica hat ja einen Lehrmeister. Alle Trümmer haben einen Lehrmeister. Der ist momentan noch hier in der Stadt. Es gibt noch einen älteren als... Also. Nein! Ich gehe so schnell. Nein! Ich gucke verwirrt zwischen ihnen hin und her. Das ist der Europäer. Ohne Scheiß jetzt. Ich hasse diesen Kerl. Warum? Warum muss es Pnava sein? Nein. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht sonderlich. Nein, an sich nicht, aber... Naja, dass ich den Namen höre. Veronica hat mich vor Pnava gewarnt. Was? Wie? Warum sollte man denn vor einem so netten Mann jemanden warnen, der einfach nur hier ist, um Sand zu kaufen? Ich schätze mal, Pnava ist deutlich älter, als uns vielleicht bewusst ist. Außerdem, so wenn er tatsächlich aus Europa stammt, was offensichtlich ist, hat er vermutlich einen anderen Zugang zu Lernmaterialien, als ihn vielleicht Veronica hatte. Je nachdem, woher sie ursprünglich kommt. Ich mit dem, wusste halt nicht, woher Veronica kommt. Mit dem Foto vom Minenschacht habt ihr ja schon mal einen Anhaltspunkt, wie alt er sein könnte, weil er da drauf ist. Ja, genau. Ich meine, dass der... Das Pnava, alles wussten wir ja jetzt schon, aber ich kenne mich mit ihr überhaupt nicht aus.
nach dem ersten Treffen mit ihr will ich auch, glaube ich, nicht mehr dahin. Das war ein bisschen unangenehm. Die Frage ist jetzt, wo Edo weg ist. Wer könnte dann den Schlüssel zur Stadt haben? Wer weiß genau, wie man es anstellen muss? In diesem Brief sind wir dann nur Puzzlesteine. Die Frage ist eher, nehmen wir diese ganze Struktur sollte uns da zu denken geben. Jeder hat davon einen Beitrag geleistet und irgendwas zu diesem Ritual beigetragen. Inwiefern der Einzelne 10% oder 80% beigetragen hat, können wir nicht mehr nachvollziehen. Aber wir wissen auch, dass sowohl Malcolm wie auch Alexander nicht mehr zur Kooperation bereit war, als sie wussten, was Andrew vorhatte. Und nebenbei, dass Malcolm ja also weniger Persona non grata geworden ist. Mehr oder weniger. Und Alexander tot. Veronica eingeschüchtert und hält den Ball flach. Prenava sowieso nur ein Gast und damit niemand, den man im Auge behalten muss, weil er nicht Teil dieser Stadt ist. An Frank komme ich nicht ran. Frank erweckt den Anschein von Normalität und will alle kaidischen Bereiche aus dem Krankenhaus raushalten. Moment, dieser Europäer. Wie nanntet ihr ihn? Prenava. Wenn er nur ein Gast ist, heißt das, er kann kommen und gehen, wie er will? Mhm. Ja. Er hat es mir erzählt. Er war öfter hier und ist gegangen. Soll das heißen, dass jedes Mal ein Kainit über die Klippe springt, wenn der gehen will? Bruce, hast du mir nicht gesagt, dass zwei Brucher verschwunden sind, nachdem man mit ihnen geredet hat? Wenn Prenava das Ritual kennt und der dann jedes Mal, wenn er die Stadt verlässt, eine Seele opfert, eines Kaniden. Ist euch ein... Es hört sich wieder Scarlett an. Ist dir klar, was dann unter dieser Stadt lauern könnte, wenn er das seit Jahren und Jahrzehnten macht? Ein Ort, wo Seelen theoretisch in Stücke gerissen werden? Aber das ist doch eine Kamarilla-Stadt. Hier gibt es Traditionen. Es gibt Gesetze, die genau sowas verbieten. Wie? Hier gibt es aber auch einen Sheriff, der unter anderem mit den Primogenen zusammen mal einfach einen Deal mit der Zweiten Inquisition macht und Leute ausliefert. Ich glaube, ich kenne mich mit dem ganzen Scheiß nicht aus, aber ich glaube, das interessiert den Volk in Kehricht. Was ist da wirklich? Ich glaube, die Gesetze der Kamarilla werden hier nicht so sklavisch befolgt, wie es sich jeder von uns wünschen würde. Oder eben eventuell auch ein wenig gebogen, wenn es gerade... Die Gesetze der Kamarilla werden so eingehalten, dass sie dem Prinz nützen. Werden sie das nicht überall? Kommt drauf an. Und Scarlett, ich denke, da Sabra dich so unglaublich gern mag, du brauchst dich hier nicht zurückhalten mit Bemerkungen, Kommentaren. Ich darf trotzdem nicht vergessen, dass da drüben die Harpie steht und der Sheriff vor mir sitzt. Hast du eine Knarre am Kopf? Nein. Aber das heißt, hier würde auch nicht unbedingt lange zögern, einen anderen Prinzen zu wählen. Und um das mal klar zu machen, schaut jetzt mal Sam an. Kleinerer weiterer Vertrauensbeweis. Also Ronan trägt ja seit einiger Zeit seinen Tremere-Ring, den er vorher halt nie um hatte. Ich habe mich da an was erinnert. Während meiner Scholarenzeit in der Pyramide.
Oder, naja, in dem Basketballpyramide war. Ich habe zumindest die theoretische Möglichkeit, ein Blutsband zu ignorieren. Ein Blutsband? Ja. Du bist gebunden. Ja. Natürlich. Kein Prinz vereidigt einen Sheriff oder ein Blutseid. Aber bist nicht gerade du besonders anfällig, wenn man dem Gerüchten Glauben schenken kann, was das angeht? Eigentlich? Das ist das, was die Bücher sagen. Die Bücher sagen viel, ne? Aber seit der Vernichtung der Pyramide und dem Sturz des Rates von meinem Clan haben wir so ein bisschen Probleme mit Blut, das ist richtig. Okay. Könnte daher reichen, dass ihr gar keine richtigen Vampire seid. Darum habe ich mich damals auch einer Splittergruppe angeschlossen, die die Trim hinterher bekämpft hat. Das ist ja alles gut und schön, aber jetzt in der aktuellen Situation würdest du mir quasi durch die Blume sagen, dass du zu dieser reizenden Dame da drüben ein paar Häuser weiter blutgebunden bist. Ja. Zu Deutsch, du kannst sie nicht hintergehen, du kannst nicht gegen sie agieren, du bist ja eigentlich völlig hörig und magst sie auch noch. Er mag sie. Hörig ist er, glaube ich, nicht so furchtbar. Sonst würde er, glaube ich, nicht hier mit uns abhängen. Schätzelein, so einfach und schnell funktioniert das zum Glück auch wieder nicht. Okay. Wenn du das... Jeder hat ja ein Blutsband zu seinem Erzeuger. Ja, auf einer niedrigen Stufe. Ja. Aber die alleinige Sympathie entscheidet ja auch, ob du denjenigen magst oder nicht. Aber natürlich kann man, wenn man immer wieder und wieder und wieder und wieder trinkt, wird das Band stärker, bis man irgendwann vollkommen abhängig voneinander ist. Und ich werde den Teufel tun, einen weiteren Schluck einfach so hinzunehmen. Offiziell muss ich das. Aber ich kenne ein Ritual, was das Blutsband negiert. Hätte mich aber auch gewundert, wenn die Tremere nicht sowas in petto hätten. Haben sie normalerweise nicht. Darum wird diese Splittergruppe von den Tremere gejagt. Nachvollziehbar, ja. Gut, dass Veronica es nicht weiß. Aber ich glaube, sie würde jetzt ohnehin nicht mehr mit mir reden. Aber ich denke, du müsstest demnächst mal mit Veronica reden. Sie hat am Leben, am Unleben und am Leben geforscht. Wir sollten wissen, was sie weiß. Ich denke, sie ist immer noch leichter zugänglich als Panava. Das kommt vermutlich drauf an. Panava mag Bruce. Nein! Hallo Bruce, wir benutzen dich als Köder. Nein, bitte nicht. Der Arme. Das kommt vermutlich sehr drauf an, um welches Thema es geht. Ich bin mir sicher, dass Panava sehr freigebig ist mit Informationen, die uns nicht weiterhelfen. Ja, ist er. Das haben wir schon erfahren. Aber ich glaube, erwischt man ihn mit dem richtigen Thema. Aber denkst du, Panava weiß, was mit Edo passiert ist? Wir müssen herausfinden, was genau mit ihm passiert ist, wo er hin ist. Schon die ganze Zeit ist das etwas, was wir nur so hinnehmen und uns nicht drum kümmern. Wem sagst du das? Ich war hier, als es passiert ist und niemand hat drüber gesprochen. Veronica war sein Seneschall. Die beiden hatten eine Verbindung. Du musst mit ihr reden. Oder wir müssen mit ihr reden. Ich muss sowieso ja auch nochmal mit ihr reden.
Das steht ja auch noch aus. In der ganzen Sache, die da passiert ist. Sollen wir also zusammen aufschlagen und du willst sie dann mit deinem neu gewonnenen Wissen konfrontieren? Ich habe... Also ihr beide. Ich wollte vielleicht erstmal warten bis zu diesem zum nächsten hier Primogens-Sitzung oder so. Da muss ich ja wahrscheinlich auch mit. Anna wird dann nicht freiwillig hingehen. Ich könnte Veronica sagen, wer sie damals tatsächlich angegriffen hat, falls sie das überhaupt noch interessiert. Warst du deswegen die letzten zwei Tage so furchtbar unausstehlich? Meine Laune tut doch jetzt hier gar nichts zur Sache. Also, da ich dich mag, finde ich schon. Jetzt hebt mal so die Schultern. Wir haben Wichtigeres zu tun. Gut. Wir haben das Veronica-Problem. Und wir sollten uns dann über eine Sache klar sein. Wir bedrängen damit ein Primogen und spielen sie an die Wand. Das wird Konsequenzen haben. Und wir haben das Anarchenphänomen. Wenn wir wissen wollen, was mit Edo passiert ist, glaubst du wirklich, wir spielen sie damit an die Wand? Das kommt drauf an, was damals genau passiert ist. Wenn sie dann auf einmal die Arme hochreißt und von Skal nur noch eine Blutfontäne übrig bleibt, dann haben wir wohl sie auf dem falschen Fuß erwischt. Entschuldigung. What? Du machst mir echt Mut. Also, das kannst du. Ja. Den Sprung kann ich jetzt nicht ganz... Ich kann ihr sagen, dass Scarlets Erzeuger und Scarlet nichts mit dem Angriff auf sie zu tun hatten. Weißt du, Sam, die meisten Vampire, die älter werden als 50, neigen dazu, einen gewissen dezenten Selbstschutz zu entwickeln. Gegenüber, hey, ich habe da mal eine Frage. Und hey, erinnerst du dich an eine Jugendsünde von dir? Die ist so x Jahre her. Waren noch ein paar Leute daran beteiligt. War eine echt kuriose Nummer. Eher so eine italienisch-sizilianische Nummer. Ich weiß jetzt nicht, was das Verschwinden mit Edo mit einer Jugendsünde von ihr zu tun hat. Das ist die Frage, die wir ihr stellen wollen. Weil ich gehe davon aus, dass sie sich mit ihm gut verstanden hat. Der Herr, soweit ich weiß, hat sich Eda mit Edo gut verstanden. Naja, außer vielleicht Sabra, nach dem, was wir in dem Tagebuch von ihm gelesen haben. Ja, aber da sie nicht kopflos herumläuft, muss sie irgendwas gehabt haben, was ihn überzeugt hat, sie nicht in der Pfeife zu rauchen. Das wäre vielleicht auch etwas, was wir Veronica fragen könnten. Oder du nimmst dir mal Ellen vor. Ich. Mir Ellen. Ja. Du redest gern mit schönen Frauen. Ich rede auch gern mit Bruce. Danke. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Ich meine, Ellen ist sein Kind. Vielleicht weiß sie etwas. Ja, müsste es nicht eigentlich in ihrem Interesse sein, zu wissen, was mit ihrem Sire passiert ist? Bedenkt man, was in der letzten Zeit Clan Toreador in der Stadt passiert ist? Sam, mir wird sie nicht trauen. Das ist der Punkt. Er traut schon. Ich war nicht auf einer einzigen Party mit von Ellen.
Nicht auf einer, doch auf der Einweihungsparty, aber ansonsten auf keiner einzigen. Vielleicht habe ich auch mal einen Spruch fallen lassen, den sie vielleicht gehört hat. Über aufgeblasen vorne, weil Luft entweicht oben oder so. Es gibt wirklich so ein lautes. Aber davon ab. Ich glaube, ich weiß, warum Sabra dich unbedingt als Sheriff haben wollte. Ronald, du bist echt ein netter Kerl, aber manchmal schon eine ganz schöne Pfeife. Nimm einen tiefen Zug von der Kippe. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Gut. Also, was machen wir jetzt als erstes? Also, Adam holen. Ja. Ich meine, in dem Zusammenhang mit dieser Plava-Aktion, die ich mitbekommen habe, es könnte ja wirklich sein, dass, ach, weiß ich nicht, ich würde diesem, dem Typen alles zutrauen, also Plava, wenn der wirklich die beiden, ich will jetzt nicht wissen, wie das geht mit Seele, dabei schüttelt es ihm wirklich so richtig. Aber dass die Anarchen dann angepisst sind, das könnte ich verstehen, wobei es auch schon ein bisschen länger her ist, warum es dann halt Angela getroffen hat und nicht ihn. Aber ich weiß nicht, wenn er in dem Fall, wenn er wirklich nichts damit zu tun hat, dann hat er eben nichts zu verbergen, Adam. Und dann können wir auch denken, dass er Interesse daran hat, was mit Angela passiert ist. Und mit den Zweien, die verschwunden sind. Ja. Ich glaube, unsere beste Chance so ist tatsächlich irgendwo mit den Anarchen zusammenarbeiten und versuchen herauszufinden, ob sie tatsächlich daran beteiligt sind. Ob irgendjemand versucht, Adam quer zu schießen. Denn man kann den Anarchen vieles nachsagen, aber Struktur hatten sie leider nie. Braucht ja nur jemanden zu geben, der mit Adam nicht einverstanden ist. Das ist es halt. Also, und es war nicht gerade wenig. Er ist ein Anarch in einer Kamarilla-Stadt. Das sagt schon alles. Er ist ein Brucher. Die meisten da sind Brucher. Je mehr du denen kommst mit, hey Leute, ne? Und so, setz doch mal das Hirn ein anstatt den Arm. Ich will auf alle Fälle irgendwas tun. Ja. Wir können keinen 2-3-Fronten-Krieg hier machen. Das funktioniert nicht. Und darauf läuft es hinaus. Wenn der Verdacht bestehen bleibt, dass die Anarchen einen Primogen entführt haben, wird Sabra, früher oder später, eine Blutjagd ausrufen. Und zwar gegen Adam. Vermutlich, als Sprecher der Anarchen. Und wenn das passiert, laufen die Anarchen Amok. Und das heißt, wir haben ein Blutbad in der Stadt, vermutlich. Weil irgendwer gerät garantiert in Raserei. Jede Menge Seelen. Und wenn das passiert, braucht es keinen Club mehr. Also wirft mal Bruce einen Blick zu. Braucht es keinen Club mehr, keine Bar, kein gar nichts. Weil da braucht man nur die Nachrichten anmachen. Wie mit der Leuchtreklame. Dann steht da New York Times. Mann wirft Auto. Auf anderen Typ. Also gehen wir dann jetzt Adam holen? Ja, wir gehen jetzt Adam holen und hören uns mal an, so was er zu sagen hat. Und ich werde mal sehen, ob ich es irgendwie schaffe, an Blut von ihm zu kommen. Ich glaube allerdings nicht. Ach, das sollte sich einrichten lassen.
Moment, kommen wir nochmal. Du willst Blut von einem Brucher holen? Dann kann ich feststellen, ob er die Wahrheit sagt. Und als Tremere vermutlich noch ganz viele andere spaßige Sachen. Ich bin nicht so ein Tremere. Das würden sie alle okay. sagen. Du willst also offiziell dorthin gehen, ihn befragen, ob er irgendwas mit dem Verschwinden von der Brucher Primogen zu tun hat und hinterrücks noch versuchen, an sein Blut zu kommen? Beißt sich ein bisschen, oder? Nö, ist normale Kamarilla-Taktik. Wer sagt denn hinterrücks an sein Blut kommen? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Man kann ihn auch hochoffiziell darum bitten, oder? Es geht um sein Kind. Aber würdest du dein Blut einem Tremere anbieten? Sheriff. Von mir aus auch dem Sheriff, aber dem. Ich glaube, es interessiert den Anarchen recht wenig. Ja, vermutlich. Also muss ich ehrlich sagen, ich würde mich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ich auch. Ich versuche ja, einen Krieg zu verhindern. Das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob das bei den Anarchen ankommt. Weil die wollen ja alle Schlägerei. Diplomatie scheitert vermutlich an ihr seid Kamarilla. Nee, aber dreh das doch um. Weil offensichtlich versucht jemand, wenn er denn wirklich nichts mit der Sache zu tun hat, denen ordentlich Probleme zu bereiten. Drehen wir doch die ganzen Spaß um. Jemand will euch offen an die Karre pinkeln. Das heißt, ihr habt ein Problem und wir haben ein Problem. Also können wir uns doch gemeinsam um dieses Problem kümmern. Ich kenne vermutlich die Antwort auf diese Äußerung. Dann sollen sie doch kommen, dann hauen wir die Kamarille halt weg. Es ist doch aber nicht die Kamarilla. Wir wissen ja nicht, wer das ist. Es ist immer die Kamarilla. Ich glaube, du erwartest ein bisschen zu viel von den Anarchen, Scarlett. Ich hatte noch nicht so viel mit denen zu tun, aber das ich habe inzwischen gelernt, dass die meisten Kaniten und Menschen ziemlich dumm sind. Vor allem in dieser Stadt. Okay. Und sie alle ihre Vorurteile reiten und aber sie ja, alle für ganz toll halten. Ich würde es genauso versuchen, Scarlett. Ich fürchte nur, ich kenne die Antwort. Und darum habe ich Bruce dabei. Es bringt ja auch jetzt nichts darüber zu quatschen. Wir müssen es versuchen. Dann lasst uns aufbrechen, dann schauen wir uns das mal an. Die Frage ist, wo finden wir sie jetzt genau? Sie haben doch beim Elysium um einen Bereich gebeten, ihr eigenes Areal. Ja. Das war ein Drittel der Stadt und das wurde, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere, ganz gut abgelehnt. Ja. Okay, und wo sind sie dann? In der Wüste. Oh. Deswegen, ich habe sie gesucht die letzten beiden Tage und habe nichts gefunden. Oh. Eventuell, Anna kann gut mit ihnen. Eventuell würde ich sie noch mitnehmen. Sie kann ja wirklich gut mit ihnen. Mhm. Oder Anna sagt uns einfach, wo wir sie finden. Wenn sie das weiß, ja. Sie hat sich regelmäßig mit ihnen getroffen. Wenn sie nicht weiß, wo sie wohnen, dann weiß sie zumindest, wo wir sie treffen können. Ja, richtig. Und also, wie man einen Kontakt herstellt. Das wusste sie ja schon. Ja. Immerhin, ich habe eine Antwort. Aber einen persönlichen Kontakt und nicht nur ein stummer Briefkasten. Ja, ja. Naja. Kommst du mit, Scarlett? Ja. Ich hätte echt mit Veronica tauschen sollen. Hier wird Sheriff, ich werde Primo gehen. Glaub nicht, dass du um den Besuch bei Veronica drumherum kommst. Eins nach dem anderen. Ich möchte aussuchen, und wie ich kotze. Naja, kommt. Kommt der jetzt mit oder was? Dann gehen wir ihm Männer abholen. Wir könnten es nördlich noch probieren. Von der. Ich wünschte, ich könnte an mein Auto wieder drankommen. Hast du irgendwas Spezielles in deinem Auto gelagert? Ich liebe mein Auto.
Ich hätte mich gerne mal konzentriere dich lieber mit deine Liebe auf Jelly. Ja. Die ist wichtiger wie ein Auto. Gib einen bösen Blick. Ich warte schon mal draußen. Ja, ich komme. Ich folge Bruce. Ja, Bruce wird nicht so erfreut über das Ganze. Aber wird dann halt still nach draußen wirklich gehen, also auch aus der Bauruine da raus. Vorsicht, Kabel, nicht, dass du stolperst. Oh. Halt mich noch so an der Wand fest. Danke. Ich will doch einfach nur, dass die sich nicht alle hier die Köpfe einhauen. Und dann kommt dieser Europäer jedes Mal mit dieser Scheiße. Es ist Wahnsinn, wie viel man eigentlich verpasst, wenn man die ganze Zeit drin ist. Mhm. Ich habe mich die letzten paar Monate damit... Ich habe... Von dem Elysium haben wir immer versucht, uns aus dem ganzen Scheiß herauszuhalten. Und ich wünsche, ich würde davon immer noch nichts mitkriegen, ey. Kann ich verstehen, klingt sehr kompliziert. Ist jede Stadt so kaputt? Kann ich dir nicht sagen, ich bin hier aufgewachsen. Oh, sind wir schon mal zu zweit. Schön. Ja. Genau genommen wusste ich bis vor ein paar Tagen nicht mal, dass man die Stadt nicht verlassen kann. Ich habe es halt nie probiert. Warum auch? Das war etwas schade, aber ja. Nein, das ist das, was mich eigentlich hier rumtreibt. Die ganzen Probleme, man könnte einfach weggehen, aber wenn das alles hier nicht wäre, aber ich. Ein Bekannter von uns hat es versucht, oder. Gerade wirklich auf der Ebene des Ortsschildes. Ist Ende. Es geht nicht weiter. Also wie so eine Alpha-Wand? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, wenn du versuchst rauszugehen, dann fängt erstmal deine Haut an, etwas zu prickeln, dann an zu brutzeln und ich weiß nicht, was, will gar nicht wissen, was dann passiert. Vermutlich. Brennen. Also wirklich eine Barriere. Magische Barriere. Ja. Okay. Das ist das, was mich noch umso mehr abfuckt. Ich habe schon ein paar Wochen gebraucht, um mir überhaupt zu realisieren, dass ich tot bin. Zu realisieren, dass es so Scheiße wie die Hölle gibt und Magie und was weiß ich, kleine bunte Feen wahrscheinlich auch noch, wenn wir so viel Glück haben und irgendwelche, bestimmt gibt es auch noch Werwölfe und so einen Scheiß. Ja, gibt es. Warum habe ich das nur gesagt? Tut mir leid. Ja, aber falls es dich beruhigt, es gibt auch Wehrhaie. Das beruhigt mich nicht, nein. Okay. Verzeihung. Das. Und Geister. Hör ich das von hinten jetzt oder von Ronan? Ich glaube, das habe ich noch nicht mitbekommen, dass es Geister gibt. Ich glaube, ganz gut, wenn das so bleibt. Und scheiß Geister manchmal auch. Stimmt, deswegen war ich eigentlich hier. Ach, da kann ich nachher auch noch mit Ronan drüber reden. Sprechen. Bro. Tut nichts zur Sache. Ich drehe mich so ein bisschen auf dem Absatz um. Ron verdreht kurz die Augen. Bruce, die Bar. Hattest du doch mitbekommen, dass ich Jelly als jemand anderen gesehen hatte? Hm. Scheinbar verfolgt mich jetzt der Geist meiner toten Frau. Oh, shit. Der irgendwie... an Gegenständen von meinem Erzeuger hängt, so wie es aussieht. Der Bus, fahr du. Ich drück dir den Schlüssel in die Hand. Ich hasse es hier. Vor 3 Jahren war ja noch alles so schön. Eigentlich ist es immer noch so schön.
Nein. Ja, ich hänge wirklich so am Lenkrad und schaue aus dem Fenster, versuche mich irgendwo abzulenken und nicht an daran zu denken, dass da jetzt irgendwie Geister rumlaufen, keine Ahnung, wie bei Ghostbusters oder sowas. Ich stelle mir jetzt, also Bruce ist jetzt wirklich erstmal so vor, dass hier so ungesehen erstmal. Genau. Oh, wie schön wäre der Marshmallow-Geist, wenn das denn wäre. Bruce, ich mach mal eine Wits Awareness Pro. Hm, bitte? Mach mal eine Wits Awareness. Wits und Awareness? Ich würde mal einen extra Würfel nehmen. Rouse-Check dafür muss ich machen, ne? Mhm. Bruce ist eh gerade angefressen, das passt wieder super. Passt schon. Also ich beiß dein Lenkrad. Also ich gehe mal aus, ich bin dann in den zwei Tagen bin ich wieder auf einen Punkt gegangen. Ja. Wahrscheinlich dann, oder, ja. Gut, dann extra Würfel. Zum noch mit dem Würfel werfen. Nee, Wits hast du gesagt, ne? Mhm. Muss dann bei Modifiers plus 1 oder nur 1 reinschreiben? 1. Nur eine 1, okay. Sollte was kommen? Okay. 2 Erfolge. Mhm. Doppel 1. Ja. Scarlett, auch du auch mal? Okay. Du könntest auch Willpower werfen. Wirklich? Ach, stimmt. 2 Würfel kannst du wiederholen. Ich würde es tatsächlich mal machen. Ich muss allerdings dafür kein Makro. Ich würde dann die beiden Einser bei den normalen Würfeln rerollen. Ein Erfolg. Habe ich noch einen Erfolg? 3 3 also dann. Scarlet? Jupp. Und Wits. Auch 2 Erfolge. Okay. Sam? Ach, alle, oder was? Vielleicht. Vielleicht. Toll, und jetzt sieht Bruce wirklich noch Geister. Juhu. Der Tag kann nicht besser werden. Oui. Oh, okay. 3. Oh. Nett. Und Ronan? Witz. Vier. Das ist aber eine Aufmerksamkeit. Immer. Das ist Detektiv. Ja, dann nimmt Ronan wahr, dass kurz, also während ihr da so über die Straße, Landstraße fahrt, kurz so ein roter, nicht Blitz, aber so ein roter Schein über den Horizont zieht. Über euch hinweg. Und danach beginnt die Erde zu beben. Oh no. Oh no. Was Bruce jetzt am Steuer des Fahrzeuges vielleicht mal für eine Fahrenprobe wäre schon mal. Also Dexterity und Drive. Dexterity und Drive. So. Oh, Kacke. Ja, immerhin kann ich das ja ein bisschen. Die anderen kriegen nur das Erdbeben mit. Roden klebt so an der Scheibe. 2 Erfolge. 2 Erfolge reichen mir, dass du das Auto grob auf der Straße halten kannst. Ja, aber es ist schon relativ, ja. Ich würde auch dann natürlich erstmal langsamer werden, weil das ja auch gefährlich ist, wirklich. Ne, dann wirklich so einen Seitenstreifen versuchen, noch irgendwie vorsichtig zu kommen, halbwegs. Da gibt es so, wow, so einen Schmerzenslaut von Roden, als er so ein Manöver macht, so bock, mit dem Kopf gegen die Scheibe. So langsam häufen sich die Erdbeben hier, aber ganz schön. Ey, das war super stark. Was ist das denn? Ist das hier normal? Mir macht dieser rote Schein irgendwie mehr Sorgen, der gerade über den Horizont ging. Roter Schein? Was? Ja. Ja. Genau. Wie? Geht's also, wie so eine Sternschnuppe oder wieso? Also. Es war vielleicht, kann man es so vergleichen, irgendwie, wenn Ronan jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, so als ob du kurz diese Kuppel gesehen hättest, die euch umgibt.
Also das ist halt so ein Schimmer da dran langgezogen. Also das ist ein bisschen so, als hätte jemand gegen die Käseglocke getippt, in der wir hocken. Ich glaube, ich habe gerade das Kraftfeld gesehen. Könnte das bedeuten, dass gerade jemand die Stadt verlassen hat? Interessante Theorie. Oder das bedeutet, dass was auch immer dort unten vor sich geht, langsam außer Kontrolle gerät. Oh, bitte sag das nicht. Bitte sag nicht, das ist wirklich so eine Dämon. Ach, es gibt Satan, natürlich gibt es Dämonen oder so eine Scheiße. Ja, gibt es. Also ist dieser Abyss nicht nur irgendwas Metaphorisches, sondern genau das, was du denkst, was es ist. Nur mit weniger Feuer. Sam, ob du gläubig bist oder nicht, letztendlich, wir sitzen hier und sind tot. Man hört so ein Tock, Tock gegen die Armatur. Und hat eigentlich in letzter Zeit mal jemand Zeitung gelesen, ob diese Erdbeben auch irgendwie Beachtung in der Welt der Menschen gefunden haben? War da irgendwas in den Medien? Genau, weil also Zeitung würde so Bruce tatsächlich haben. Einfach nur damit, so Hausmüll und sowas, damit das halt normal wird. So. Und natürlich auch zur Information. Ja, haben die tatsächlich gemerkt, aber es wird halt mit ja, tektonischen Verschiebungen ist halt die Jahreszeit für Erdbeben. Die Mexikaner. Ja. Die Mexikaner waren es mit Sicherheit. Stimmt. Das ist richtig. Jetzt kommt Henry gefragt, hätte er gesagt, hier ist noch nie ein Erdbeben gewesen. Ja, oder Henry sagt uns, dass die Erdbeben natürlich immer wenn ein Flüchtling über den Rio Grande kommt, dann Reptiloiden. Nicht zu vergessen. Da gab es noch so einen Clan. Nein, gibt's nein das Thema hatten wir schon, das will ich nicht hören. Nicht in diesem Auto. Ja, also, wie lange dauert das denn? Also, das ist wahrscheinlich nur so ein Moment, oder? Wenn das ja, hört dann wieder auf, ja. Könnte es bedeuten, wenn sich das, was auch immer dort haust, befreit, dass dann vielleicht auch die ganze Kuppel zusammenbricht, dass wir also eigentlich nur abwarten müssen und im richtigen Moment anfangen müssen zu laufen? Ich glaube, ich will aber nicht erfahren, was da unten ist. Sam, na ja. Müssen wir dann schnell laufen? Also geht ja aber. Jetzt rein logisch. Hoch auf den der Geschwindigkeit hat. Ich fahre weiter übrigens. Naja. Das ist eine Käseglocke über die ganze Stadt, die verhindert, dass Kainiten nicht nach außen dürfen. Ja. Könnte das vielleicht sein, dass da unten irgendwie so ein ganz, ganz alter von mir aus Vorsintflutlicher liegt, von dem man vielleicht Angst hat, dass der aufwachen könnte? Erstens und deswegen noch kein Scheiß. Zweitens, die Indianer sprachen schon von sowas. Von Indianer, Grabstätte und so. Von was jetzt genau? Stimmt, Jelly hat da irgendwas erzählt, nicht wahr? Ja. Streit zwischen den ersten Siedlern und den Indianern hier und Irgendwie eine Art Kreislauf, dass es sich immer wieder wiederholt. Richtig. Die interessante Frage wäre an der Stelle, diese ominöse Käseglocke, zieht sich die auch unterirdisch an derselben Stelle lang oder nur oberirdisch? Sie dich rausgraben? Rein von der Idee her. Aber wenn Kainiten in der Stadt gehalten werden sollen, machen die das nicht ohne Grund. Also entweder schläft hier unten etwas Altes und das schon sehr lange und die Natives wussten das. Oder es hat eigentlich nichts mit Vampiren direkt zu tun. Und nichts Totes kann die Stadt verlassen oder so. Aber welchen Sinn hat es, wenn du etwas... Wieso willst du verhindern, dass Tote nach außen kommen? Tote Materie vielleicht, ich weiß es nicht.
Aber würdest du nicht eigentlich eher das Gegenteil machen, dass du vielleicht eher das Unheil in Form von Kainiten oder Toten und bösartigen Kreaturen, dass du die abhalten willst und nicht drin? Hey, wenn ich so eine Käseglocke kreieren würde, ja, könnte, dann würde ich eine Menge machen. Aber nicht eine Stadt damit bedecken. Ja gut, doch, wenn sie das Böse aussperren würde, würde es ja Sinn machen, eine Stadt damit zu... Aber vorher würde ich die Stadt so attraktiv machen, dass jeder dahin will. Von unser eins. Du meinst, das ist schön zu spratzeln, sobald sie versuchen reinzukommen. Ein Leuchtfeuer. Zum Beispiel. Also ist es ja eigentlich wie eine Mausefalle. Du kommst rein, wenn ich das richtig verstanden habe, aber nicht wieder raus. Zumindest wir nicht. Und es verursacht schlimme Verbrennungen. Genau, das meinte Bruce schon, ja. Jelly hat's versucht. Nicht nur Jelly. Ich denke, du würdest zu Staub zerfallen, also zu Asche verbrennen. Das ist auch meine Theorie. Ein bisschen, aber eher dann tatsächlich wie Verbrennen am Feuer als wie Sonnenlicht oder so eine Mischung, bin mir nicht ganz sicher. Probier's doch aus. Naja, ob dein Arm jetzt verbrannt wird wegen Sonnenlicht oder wegen Feuer, ist unterm Strich relativ Wumpe. Ja. Bruce, du musst nur auf den Highway fahren und dann. Das glaube ich nicht, SL. Er hat jetzt nur das Wort. So weit ist Bruce noch nicht. Ja. Er muss nur noch ein bisschen was dafür tun. Ja, das ist richtig. Ja, nach einer Zeit lang kommt er an dem Motel an, wo Bruce ja jetzt untergekommen ist. Einige Erinnerungen kommen in Sam hoch. Wann, glaub ich, hier bleiben, oder? Ich glaube, in dem Motel hattest du doch das letzte Mal mit Andrew richtig gesprochen, ne? Oder war das ein anderes? War ein anderes, ne? Muss ich auch noch einzeichnen auf die Karte. Ich warte im Auto, wenn es euch nichts ausmacht. Okay. Ja, ich denke, es reicht, wenn Bruce Anna abholt. Ich beobachte mal derweil kurz ein bisschen die Umgebung. Mach das. Ist ja nicht so, als wäre ich paranoid oder so. Ja, mach mal Wits Awareness. Gerade richtig. Überlege gerade. 30 das Tier? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist es mir wert. Hunger steigt. Okay. Bin ich denn doof? Da, mein Gott. Jetzt kann ich schon nicht mehr lesen hier. Zwei Erfolge. Das würde ich gerne rerollen. Ja, drei Würfel kannst du wiederholen. Dann kann ich auf Repower Reroll einfach gehen, ne? Mhm. Genau, Reroll, Dice 3. Oh, ordentlich. Ja, ja, was Ronan, wenn er sich so umguckt, irgendwie schaust du irgendwie, wo schaust du genau hin? Irgendwie, welche Sachen guckst du dir genauer an? Also zum
Einen, also mit Vögeln, also mit diesen ganzen Krähen und sowas, da hat das mittlerweile aufgegeben, weil die eh überall sind. Ja. Das macht halt keinen großen Sinn. Insekten sieht man sowieso nicht wirklich. Macht also auch keinen Sinn. Also in erster Linie nach unauffälligen Beobachtern im Reflex, vermutlich erstmal sterblich. Also wirklich so Leute, die sie beschatten, die sich halt so typisch beschattenderweise verhalten. Also als Polizist erkennt er ja, also wenn man jemanden beschattet, oder eher zumindest. Und dann, ob er zufälligerweise, würde er auf so flirrende Luft achten. Also ich würde gleich nochmal Sense die Anziehen nachsetzen. Ja, das ist ja eine passive Ability, deswegen hat es ja gerade würfeln dürfen. Ja, also so, ja. Das wäre der zweite Punkt, auf den er achtet, also ob er von quasi Unsichtbaren beobachtet wird. Ja, du siehst im ersten Augenblick nichts. Im zweiten Augenblick merkst du, wie das Tier in dir irgendwie sich meldet. Und wie das Blut in Wallung gerät. Und wie sich alles in dir sträubt, das wahrzunehmen, was du da gerade wahrnimmst. Es ist so ein bisschen, als ob dich irgendwie irgendeine Kraft zwingt dich gerade dazu, das zu vergessen, was du siehst, aber dein Tier sträubt sich dagegen innerlich und dein Blut verhindert das und kämpft dagegen die ganze Zeit an. Und dementsprechend flackernd und unangenehm ist dieser Anblick. Und du siehst auf dem Dach gegenüber, auf der anderen Straßenseite vom Motel, auf dem Dach eine Gestalt hocken. Also nachdem man tatsächlich dann ein Knurren von Ronan hört, so ein richtiges tierisches, die Kippe fällt dann zu Boden. Sam saß die ganze Zeit neben dir, hatte die Füße auf den Sitz mit hochgezogen, also mit eingezogenen Beinen, und schreckt jetzt hoch. Was ist Ronan? Dach. Und dann würde ich Auspex 1 benutzen, geschärfter Sinn, und mal versuchen, mit ob ich näher erkennen kann, wer das ist. Oder ob ich mehr ausmachen kann. Also die Gestalt erkennst du nicht. Du kannst wohl erkennen, dass die in so einem, ja, in Lumpen oder mehr oder weniger gehüllt ist. Und dass sie ein ziemlich hässliches Gesicht hat. Aber es ist nicht der Dicke, den kenne ich ja mittlerweile. Keine Person, die du erkennen würdest. Okay. Wenn man einen Nosferatu beobachtet. Meinst also du, er gehört zu Amanda? Kennst du ihn? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Und jetzt? Sollen wir ihn erschrecken gehen? Hey, sag schon. Einen Nosferatu erschrecken, ja. Ich weiß nicht, ob die das dann so gut aufnehmen. Nicht, dass der uns als Revanche dann dauerhaft am Hintern klebt. Naja, wir könnten ihm immerhin zeigen, dass wir ihn gesehen haben, oder? Er beobachtet uns ja schon. Naja, er beobachtet uns, weiß er, ob wir ihn gesehen haben oder nicht. Wenn ich jetzt einfach aussteige, ihn direkt anschaue und ihm winke, dann weiß er, dass wir ihn gesehen haben. Ron hebt die Kippe wieder aus, steigt aus, streckt sich und schaut genau dahin. Macht dann so mit dem Finger. Die Gestalt hat ja auf dem Dach gehockt, zieht sich dann zurück. Kann ich von dort aus ausmachen, in welche Richtung? Ja, aus deinem Blickfeld weg. Hin. Ja, schon klar. Das Dach. Zieht sich zurück.
Da müssten wir ihn ja hinter dem Gebäude treffen können, oder? Wir sind nicht umsonst, haben wir in letzter Zeit zusammen trainiert. Kommst du mit? Sam ist auf Krawall gebürstet heute. Ja. Also so eine kleine Runde Joggen ist doch immer wieder ganz nett. Ja, dann geht's los. Und dann lauft ihr, während Bruce gerade mit Anna zurückkehrt und gerade die Treppe vom Motel runtergeht, Scarlett noch ein bisschen verwirrt im Auto sitzt, laufen Ronan und Sam los. Nicht fragen. Sie haben was vor. Sie haben einen Plan, glaube ich. Es ist jetzt unerwartet. Ich glaube, wir warten auf die beiden. Was für ein Plan? Oder hinterher. Oder hinterher. Sie wollen einen Nosferatu zur Rede stellen, der uns beobachtet von dem Dach da oben aus. Da oben? Ich weiß nicht, ob sie erfolgreich sind. Und Anna geht in der Tat auf alle Viere runter und macht einen großen Satz hinter Ronan und Sam her. Pass aufs Auto auf. Und dann gehe ich mit. Ja. Sitzt da so im Auto drin. Dann macht Scarlett sich jetzt Musik an. Also wenn eh alle weg sind. Und dann bekommst du wieder nichts mit, weil sie laut Musik gehört hat. Gucken wir mal, ob wir die Rückseite vom Haus vor der Person erwischen. Da ist unter Garantie ein Bulli. Ich kenne noch unser Glück. Und dann da hat man wenigstens so ein bisschen Bewegung. Ja, und dann flitzt wieder Flash an euch vorbei. Ja, das ist ein Vogel, das ist ein Flugzeug. Auf der Rückseite vom Haus angekommen. With Awareness. Jetzt geht das wieder los. Vereinzelt, nicht, dass alles durcheinander ist hier. Ja, ja. Einigt euch, wer zuerst? Ronan zuerst. Ah. Der Sheriff. Ich hab jetzt Hunger 2. Wann wird's kritisch? Kommt drauf an, was du als kritisch ansiehst. Richtig schlimm ist ab 5. Einer geht noch. Ja, meinst du? Okay. Ich versuche dann nochmal das Ziel zu reizen. Aber gut, der Ronnie eh in letzter Zeit ständig an der Raserei entlang schrappt. Ja. Oh. Hungrig Ronan ist. Ja. Yep. Wits Awareness, das Witch. Ui. Och, Sam wird hungrig. Na, das ist Modifier ist ohne Plus, oder? Ja. Okay. Vier Erfolge. Also Sam nimmt nichts wahr hinter dem Haus, aber Ronan kann wieder das gleiche Gefühl wie eben beschleicht ihn wieder. Und du siehst diese Gestalt und alles in dir sträubt sich dagegen, sie wahrzunehmen. Also man sieht jetzt dann auch bei Ronan, also wie er kurz die Augen zusammenkneift, dann das Grün seiner Augen anfängt richtig, richtig extrem hell zu strahlen. Die Wangen fallen ein, die Zähne kommen raus, er hört auf zu atmen. Was er ja immer macht, wenn er rauchen will. Er nimmt eine leicht gebückte Haltung ein. Ich habe keine Lust auf diese Spielchen. Zeig dich jetzt! Und da würde ich auch die Hand in die Tasche führen und das Laut Klack den Hahn von der Waffe hörbar entsichern.
In dem Moment kommen Bruce und Anna um die Ecke und in dem Moment lässt der Nosferatu irgendwie, nachdem er sich 3-4 Mal irgendwie umgeschaut hat, das hat Ronan irgendwie gesehen, die Tarnung fallen quasi und es ist nicht mehr so anstrengend, ihn anzusehen. Und auch alle anderen können ihn jetzt auch wahrnehmen. Als ob er irgendwie plötzlich da stände. Irgendwie in Lumpen gehüllt, leicht gebückt. Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Was will der Sheriff von mir? Ich werde nicht gern so überdreist beobachtet. Das macht mich nervös. Beobachtet nicht den Sheriff. Der ist uninteressant. Wen hast du dann beobachtet? Die da. Guckt Richtung Bruce und Anna. Und warum? Interessant. Arbeitest du für Joe? Arbeite für mich. Und dein Name? Moment. Na. Manche. Wanze. Warum gerade ein bisschen näher? Warum gerade die beiden? Manche mag Primogenie. Dann geh doch zu deinem eigenen Scheiß fliegen, Mann. Das interessiert dich, meine Freunde. Dann interessiert es dich vielleicht zu hören, dass ein Imogen verschwunden ist. Ist das so? Ja. Mach mal Wins Inside. Ich reiz jetzt nicht nochmal das Tier. Nicht? Ja, wird eine schwierige Sache. Er will unbedingt die Raserei heute haben. Das sind, aber kein Crit. Ja, Gott sei Dank kein Crit, ja. 6 Erfolge. Mit der Spezialisierung Motive erkennen. Also. Ja, der sagt halt irgendwie, tut so, als ob er irgendwie davon nichts weiß, aber Ronan bemerkt sofort irgendwie, der weiß was. Wanze, du lügst und du lügst schlecht. Gar nicht. Klack. Also ich hatte die Waffe wieder. Angela ist verschwunden. Und ich glaube, das interessiert dich sehr wohl. Ja, schuldet mir noch was. In großen Gefallen. Ach du meine Güte. Dann solltest du vielleicht lieber gucken, ob du sie wieder findest. Genau. Gute Idee. Und es mir sagen. Wieso? Ich könnte weil jetzt er sagen, der Sheriff ist? Was kriegt man Sinn dafür? Kein Ärger mit der Harpie? Und gleich keinen auf die Fresse murmel ich so hinter ihm. Also ich stehe so hinter Ronan und so ein bisschen, man merkt schon so, als Ronan sagt, dass er gelogen hat, offensichtlich steht da so richtig. Weißt du, Wanze, die beiden Gangrel sind relativ angespannt in letzter Zeit und. Ich weiß. Vielleicht lassen wir das durchgehen, als dass du sicher bist. War das ernst gemeint? Für den Augenblick, ja.
Sheriff, hier ist keiner sicher. Das stimmt. Aber es könnte einen Nosferatu geben, der dann sicher ist. Joe. Keiner legt sich mit Joe an. Und mit Manze. Na gut, einige legen mit sich mit Manze an. Leider. Vielleicht gibt's noch jemanden. Bruce. Ich hab meine Hand so auf Ronans Schulter, aber nicht so, als ob ich was sagen würde, aber einfach nur, als ob ich gerade irgendwas brauche, wo ich irgendwas festkrallen kann. Mhm. Ich bin auch so immer fester werdenden Druck. Bruce. Was denn? Fall. Was ist denn so ungehalten? Manze, und langsam ist die Kacke am Dampfen. Welche Kacke? Alle. Ich habe schon lange nicht mehr. Ihr wisst schon. Hier kocht bald alles hoch. Wir können uns keine Spielchen mehr leisten. No shit, Sherlock. Wir können uns keine Spielchen mehr leisten. Welche Spielchen? Manze, mach's nicht komplizierter. Gerade mir knirscht gleich die Schulter weg. Sheriff, du weißt doch, wie es läuft. Wenn du... Angela findest. Ja. Und mir sagen kannst, wo sie ist. Schuldig dir einen mittleren Gefallen. Ein Primogen ist dem Sheriff aber nicht viel wert. Ich kenne deine Fähigkeiten nicht, Wanze. So ein ich deine leichtes auch nicht, Lächeln. Sheriff. Man kann mich so gut wie nicht belügen. Wieder ein leises Schmunzeln. Dafür deinen Namen an Häuser schreiben. Schaffst du es, Angela zu befreien? Mit welcher Armee? Das kommt ja drauf an, ob sie in Gefahr ist oder nicht. Sie ist erstmal nur verschwunden, Banze. Ja, das stimmt. Finde sie. Für einen großen Gefallen mache ich dir den Gefallen. Blick mal zu Sam und Er sollte es nicht übertreiben, wenn er seinen Kopf behalten möchte. Oh, ihr habt nichts davon, mich zu köpfen. Ihr braucht doch jemanden, der sie findet. Mein Kopf ist keine schöne Trophäe. Einen mittleren Gefallen. Zwei mittlere Gefallen. Einen mittleren Gefallen und ein Geheimnis.
Das käme auf das Geheimnis drauf an. Die Stadt hat eine Menge Geheimnisse. Und die Kaniten auch. Richtig. Aber was für ein Geheimnis meinst du? Wenn ich dir jetzt alles sagen würde, wäre es ja kein Geheimnis mehr. Ja, aber wenn du es als Verhandlungsmasse benutzen willst. Lass den Hund weg! Schlag ein oder sie schlagen dich. Und ich werde sie nicht aufhalten können. Tatsächlich passiert jetzt auch das, was wahrscheinlich schon sehr, sehr lange nicht mehr geschehen ist. Das Gesicht von Bruce verzieht sich tatsächlich wirklich wie von so einer Art Bestie, von so einer Art Wolf. Zieht so, je nachdem der Wolf quasi sein Left so, und dann sieht man wirklich so diesen wahrscheinlich sehr langen Fangzahn heraus. Und generell die Gesicht verzieht sich so einer bösartig, sehr aggressiven Grimasse. Ihr habt nichts davon, mich zu hauen. Doch, es macht Spaß. Ganz viel. Wie wäre es, wenn du dann... Wichtige Freunde. Die würden es nicht gern sehen, wenn ich verprügelt werde. Bisher ist dein einziger wichtiger Freund, von dem wir wissen, Angela. Und ich habe auch wichtige Freunde in dieser Stadt. Einer davon ist der schleichende Tod. Wenn du nicht möchtest, dass er dich nachts besucht. Solltest du jetzt dir bei dem Sheriff sagen, was er hören möchte? Oh, eine leere Drohung. Ich werde Malcolm sagen, dass er dich wecken soll, bevor er dir den Kopf absteckt. Und der noch einen Gruß von mir ausrichten soll. Ein Test auf Intimidation. Und was nimmt man denn da mal dazu? Manipulation. Charisma? Moment, muss gerade mal gucken. Ja, Manipulation und Intimidation. Darum sollten alle mitkommen, damit das... Ja. Ein Erfolg. Willpower? Kannst du zwei neu würfeln, ja. Ah ja, dann. Noch einer dazu. Manze wird nicht gern bedroht. Wir waren doch gerade so gut beim Verhandeln. Du ziehst es aber unnötig in die Länge. Muss doch auch von irgendwas hier existieren, Herr Pierre. Hallo, du hast einen großen Gefallen bei einem der Primogenen. Du hast einen mittleren Gefallen und ein Geheimnis vom Sheriff im Angebot. Na gut. Mittlere Gefallen vom Sheriff. Wir lassen das Geheimnis weg und ich krieg von dir auch noch einen mittleren Gefallen. Ich mag Gefallen von hübschen Frauen. Einen kleinen. Zwei kleine. Okay. Ganz sicher nicht. Platsch! Völlig ungeniert. Dann haben wir einen Deal. Haben wir. Ich suche die Primogen und
Ihr schuldet mir zwei kleine, also die Dame, und einen mittleren, der Herr. Und wenn das gut läuft, ist vielleicht noch mehr für dich drin in der Zukunft. Der Sheriff braucht vielleicht einen persönlichen Spion. Das ist mir zu viel Arbeit. Hast du eine Ahnung? Obwohl, du bist immer sehr oft bei den hübschen Frauen. Okay. Gut. Na. Den Segen der Nacht. Den Segen der Nacht. Darf ich jetzt weiterarbeiten? Dreht er sich um und geht oder so? Oder was will er machen? Nö, dann bleib stehen. Fragt ja gerade. Darf ich weiterarbeiten? Ich lasse Ronans Schulter los. Ja. So, dann so top, top. So. Trete dann einen Schritt vor. Geh auf den Wanche zu. Wanche? Wanche. Das bin ich. Und ich schaue ihm, wenn ich das überhaupt kann, tief in die Augen. Jetzt pass mal genau auf. Wenn ich das noch einmal mitkriege, dass du wieder letzter Spanner oben auf dem Dach wartest und meine Freundin beobachtest, reiß ich dir den Kopf ab. Ganz egal, was der Sheriff sagt. Jetzt flüstere ich es ihm so ins Ohr. Mir ist scheißegal, was du für Freunde hast, Kollege. Spioniere irgendeinen anderen Spinner hier aus. Aber nicht sie. Lass uns in Ruhe. Haben wir uns verstanden? Einmal noch. Sheriff! Sheriff! Ich packe ihn so an der Schulter. Greif so ein bisschen jetzt dazu. Haben wir uns verstanden? Sheriff, der bedroht mich! Ach, das ist noch keine Bedrohung. Ron zündet sich eine Zigarette an. Ich bin der Letzte, vor dem du dir Sorgen machen müsstest. Es ist die Dame, vor der du dir Sorgen machen solltest. Als ob ich das nicht wüsste. Letztes Mal, wenn ich dich hier irgendwo sehe, dann ist deine hässliche Fresse Mousse. Mach mal einen Willpower-Test, Bruce. Hey. Wo mache ich das denn? Bei Willpower. Ah, da. So. Ui. Ein Erfolg, ja. Er schaut dich jetzt böse zurück an und in einem Nosferatu-Gesicht kann das auch ganz schön böse aussehen. Mhm. Pass mal auf, Kollege. Haust du mich, legst du dich nicht nur mit mir an, sondern mit meinem Clan. Ich glaube, du hast mir nicht zugehört. Ich habe dir gut zugehört. Es interessiert mich nicht. Ich hab dir gut zugehört, du Kind von einer Gangrel-Braut. Und jetzt hörst du mir zu. Ich bin schon länger hier in der Stadt als du. Ich hab dich gesehen, als du noch Mensch warst. Ich hab beobachtet, wie die dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Und ich halte den Mund, wenn es... Ich halte immer den Mund. Und ich weiß viel. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß viel. Und ich weiß, wer hier was weiß. Und wenn du mich noch einmal bedrohst, dann hast du es nicht nur mit mir zu tun, sondern mit allem, was in den Zappen lauert. Und dann möchte ich sehen, welcher schwarze Tod. Und dann guckt er auf Samantha. Nachts an deinem Bett steht.
Wenn du mich so gut kennst, wirst du wissen, dass es mir egal ist. Ich habe gesagt, was es zu sagen gibt. Sollte aber nicht egal sein. So, und jetzt lass mich meine Arbeit machen. Ich habe einen Auftrag vom Sheriff und von der Harpie. Einmal noch. Und ich lass ihn los. Dreht sich um, macht einen großen Satz aufs Dach und verschwindet. Ich muss duschen. Gott, habe ich einen Hunger. Also, wir wollten zu Adam. Da sind wir jetzt genau in der richtigen Laune. Ja. Ja. War doch schon mal ganz gut, um warm zu werden, oder? Ich muss dringend was essen. Sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Dann warten wir im Auto auf dich, oder? Er macht so einen gequälten Gesichtsausdruck. Tja. Vielleicht muss ja irgendwer draußen pissen. Soll ich dir jemand rauslocken? Ich muss mal ganz schnell würfeln. Auf mich würfelst du so gut wie ich heute. Ja, dann mach halt. Gut. Dann würde ich selber das Jagenwurf. Das Ganze. Bruce sagen, er soll das Auto mal kurz um die Ecke fahren. Also von dem Motelparkplatz um die Ecke, dass man es vom Motel aus nicht mehr sieht. Dann würde ich ins Motel gehen und sag nur, ich glaube, das kann Skala machen. Die sitzt wahrscheinlich gerade eher am Steuer. Na, stimmt, ja. Ja, wir müssen ja eh erstmal wieder Richtung Motel. Da läuft laut Musik in den Truck. Ja, auf alle Fälle fahrt das Auto um die Ecke und dann. Dafür ist sie ja bekannt. Laut Musik im Auto. Und dann würde ich ins Foyer gehen, so nach Motto: Oh, können Sie mir bitte helfen? Mein Wagen springt nicht mehr an. Ja. Der ist gleich da um die Ecke. Long story short, das sollte kein Problem sein. Wie viel möchte Ronan trinken? Also Rond wird dann da quasi in der Ecke stehen mit Verdunklung 1, also damit er noch unauffälliger ist, als er ohnehin schon irgendwo im Schatten steht. Also ich auf jeden Fall so wieder auf 2 runtergehe. Okay. Also halt tatsächlich nur wirklich das Notwendigste, weil er das Gefühl hat, sich nicht konzentrieren zu können. Wie viele sind es dann, was du nimmst? Wie viel Hunger hattest du jetzt? 3 hat er getrunken. Ach, dann würde ich meinen Hunger auch noch um 1 reduzieren, wenn wir eh dabei sind. Ja, okay. Das Party-Trinkpäckchen. Ich gehe dann währenddessen nochmal zu Anna und war nur. Das war zwar jetzt wahrscheinlich das Cleverste, was ich je gemacht habe, aber Entschuldigung, ich reagiere allergisch mittlerweile auf Lügner und Spanner. Die sind alle so. Das macht sich besser. Müssten sich dran gewöhnen, dass Nosferatu zusehen.
will mich daran nicht gewöhnen. Was willst du machen? Wenn du ihn verprügelst, kommt der Nächste. Und danach der Nächste. Und danach der Nächste. Und wenn du Glück hast, gucken sie nur. Wenn du Pech hast, quatschen sie das aus, was sie sehen. Es musste vorher nur einmal raus. Entschuldigung. Macht nix, ich fand das etwas süß. Danke. So ein bisschen Schultern hängen. Wie ich so Leute hasse, wirklich. Oh, Entschuldigung. Ich drehe mich so zu Ron und Hey, aber ja, es ist zumindest gut zu wissen, dass jemand schaut. Was heißt, wenn ich jetzt verloren gehen sollte, wissen wir genau, wen wir fragen können. Das war auch meine Intention. Ist ja toll, dass das alles so gelassen siehst. Bruce ist noch so ein bisschen. Bruce, willkommen in der Welt der Kainiten. Oh, ja. Privatsphäre. Daran hat er sich noch nicht so ganz gewöhnt. Ich glaube allerdings, dieser Wanze ist mir lieber, wie ständig von den Vögeln beobachtet zu werden. Wenn wir ein Nosferatu dauerhaft für uns einspannen können, haben wir auf jeden Fall jemanden, der... Na, nach der Aktion. Es ist nicht verkehrt, wenn man einen stillen Beobachter hat, aber... Ich glaube, der kommt die nächste Zeit nicht wieder. Oder er bringt Freunde mit. Vielleicht solltest du auf zerstochene Reifen das nächste Mal achten. Oder durchgeschnittenen Bremsschlauch, bevor du losfährst. Wenn ich überhaupt ein Auto hätte. Auf deine Geheimzahlen bei der Kreditkarte und so. Ich wollte es nur gesagt haben, die können sehr in ihrer Achsucht extrem lästig sein. Es ist in der Tat so, legst du dich mit einem an, legst du dich mit allen an. Das hat sie durch die Jahrhunderte stark gemacht. Mag sein. Das ist das, was ich versuche, für unseren Clan auch durchzudrücken, aber... Da gibt es zu viele Idioten. Nobel. Nein, du musst dann ganz da ruhig sein, Tremer. Leute, bitte fangen wir jetzt nicht auch noch mit dem Kack an. Ach, weißt du, ich habe schon Schlimmeres gehört. Das blättert dann mir ab wie welkes Laub. So. Wer ist denn die Tussi mit dem Death Metal im Auto? Darf ich vorstellen, das ist Scarlett vom Clan der Nacht. Bleibt ihr schon wieder beim Auto, oder? Wahrscheinlich, oder? Ja. Anna klopft an die Scheibe. Oh, da seid ihr ja wieder. Hallo. Wart ihr erfolgreich? Das erzählen wir dir am besten auf der Fahrt. Okay. Aha. Und Scarlett rutscht vom Fahrersitz runter auf den Beifahrersitz. Scarlett, vielleicht solltest du den Platz, Anna. Mhm. Okay, alles klar. Ich bin... Das ist komisch. Ich würde dir dann noch so zuflüstern. Anna ist ein bisschen mit anderen Frauen. Naja, sie ist sehr besitzergreifend, was Bruce angeht. Oh, sie schaut doch schon die ganze Zeit so. Oh. Ja, alles klar. Ich bin auch schon ein paar Mal damit bei ihr angeeckt, aber ich kann immerhin so, ich bin ihr Habier und Bruce arbeitet bei mir und. Verstehe. Danke für den Tipp. Was ist das komisch? Clan der Nacht, also Bruce, hä? Clan der was? Clan der Nacht. Mysteriös. Ich,
Ich folge ihrem Blick. Ach so. Ja. Erzähl dir im Auto. Komm, steig ein. Ronan, was hast du? Klingt vielleicht komisch, aber ich jag normalerweise nicht und trink nicht von Menschen. Dafür habe ich ja Trinkpäckchen, an die ich erstmal nicht mehr drankomme. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Tja, dann wirst du dich wohl umgewöhnen müssen. Also, manches war früher einfacher und mit meinem Plan mit der Polizei ist ja auch erstmal gestorben, weil ich habe auch gern von Leichen getrunken. Ach, das ist so ekelhaft. Bah! Ich ziehe Mütze ab, steige dann mal direkt ins Auto, mach schon mal die Tür zu. Hey, Bruce, nicht so schön. Das ist vielleicht eklig, aber damit kann ich niemanden gefährden. Können wir über was anderes reden? Über Nosferatu abgehackte Köpfe oder sonst irgendwas? Moment, ihr habt den Kopf abgehackt? Nein. Nein. Wobei, naja, also. Der Ton war ein bisschen harscher. Rau. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt da Nosferatu, der die Augen aufhält nach Angela. Okay, das ist gut, glaube ich. Und meine Güte, was hab ich gute Augen. Ist ja schön. Können wir jetzt losfahren? Ja. Komm rein ins Auto mit dir, Ronan. Ja, Mama. Ich drücke mal auf dem Radio rum und gucke, was da vorher für ein Sinn hat. Bitte? Mit gebleckten Zähnen und vollem. Das war mehr in Richtung Domina gemeint. Ich rede kein Wort mehr mit ihm, steige ins Auto ein und ignoriere ihn gezielt. Sie fängt an, mir zu gefallen. Aha. Ich soll im Rückspiegel werfe ich seiner eine Kusshand zu. Du warst nicht gemein. Wie du siehst, Scarlett, alle lieben den Sheriff. Ja, du hast auch eine sehr autoritäre Haltung, die es einem sehr schwer macht gegen dich. Also, du weißt schon, wie ich das meine, ne? Also. Bis gerade mochte ich dich eigentlich noch. Bruce, hast du mich wenigstens gern? Also, wenn du da draußen stehst und nicht eingestiegen bist, ich habe immer noch schon Tür zu und teste mal das Radio an. Was drin. Achso. Ja, Moni, was hast du denn gehört? Ja, war. Also, Death Metal, alles, was ordentlich, was Bums hat. Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse. Oh Gott. Cool. Das kommt echt noch ein. Also, das ist cool. Mach das so ein bisschen leiser, damit man sich noch unterhalten kann. Wo fahren wir jetzt hin? Jetzt den Kopf ein und guckt so zu Anna. Erstmal ein bisschen durchgehen. Du bist Sheriff. Erklär du alles. Ach, jetzt glaube ich wieder, ja. Ich hab dir das noch nie verboten. Anna, wir müssen die Anarchen finden. Ja, und ihr meint, ich könnte euch dahin bringen. Es wäre zumindest sehr freundlich von dir, wenn du den persönlichen Kontakt herstellen könntest. Ich weiß nur von dem toten Briefkasten. Du hast dich aber auch mit ein paar getroffen, oder nicht? Ja, aber niemals privat. Aber Bruce ist überzeugt, dass du sie finden könntest. Der tippt sich mal so an die Nase. Zumindest, wenn ich du wäre, dann hier. Würdest du das? Weiß ich noch nicht. Ich habe nicht vor...
sie ans Messer zu liefern. Also ja, so wirklich so ganz langsam. Ich habe wirklich nicht vor, sie ans Messer zu liefern. Ich will mit ihnen verfickt nochmal einfach reden. Und die und da sie nicht zu mir kommen, aus Gründen, muss ich halt zu ihnen kommen. Muss ich halt zu ihnen kommen. Und ihr beide seid sozusagen back, damit ich auch ein paar Worte sagen kann. Und er nicht nur gnadenlos verprügelt wird. Könnte immer noch passieren. Das stimmt wohl. Aber wir... Ich glaube dir, wenn du sagst, dass sie das nicht gewesen sind, aber Adam wird es ja schon interessieren, wenn jemand eben das in die Schulen schieben möchte. Ich glaube, das wird ihn schon mehr interessieren. Ich denke, das weiß er. Dann können wir ihn ja fragen. Können wir dagegen was vor? Können wir gegen das mal was machen? Und ich bin bereit. Oder ich muss und möchte. Dann mit ihnen zusammenarbeiten. Um das aufzuklären. Wenn ich noch atmen könnte, würde ich jetzt echt Schluck aufkriegen. Diese ganze Clans-Kacke, diese ganze Sektenkacke ist mir sowas von scheißegal. Mir geht es darum, dass unsere Art sicher ist. Und ich habe einfach den Kaffee auf, dass alle nur danach bemessen werden, wer ihr Erzeuger ist, welche Clanzugehörigkeit, welche Sekte das mal war, anstatt dass man einfach gemeinsam mal an einem Strang zieht, die Arschbacken zusammenkneift und sagt, jetzt halt die Fresse und benutzt das Gehirn. Amen. Weise Worte. Ich bin in einer Gang aufgewachsen. Ich benutze einfache Worte. Ich wüsste, wie du sie überzeugen kannst. Selbstentleibung ist nicht drin im Plan. Nee. Aber das Amt niederlegen. Und dann? Inwiefern würde das den Anarchen helfen, wenn er das Amt des Sheriffs niederlegt? Naja. So wie er redet, redet er wie ein Anarch. Er hat eine und sie reden mit dir. Und was denkst du, wer danach kommt als Sheriff in dieser Stadt? Keine Ahnung. Ich finde, sie könnten froh sein, einen Sheriff zu haben. Oder Leute in Position in der Camarilla zu haben, die mit ihnen bereit sind, mit ihnen zu reden und sie nicht von vornherein verdammen. Und schlimmer geht immer. Gerade hier in der Stadt. Ich sag ja nur, was ich verlangen würde, wenn ich sie wäre. Ich bin ja übergetreten. Und jetzt stell dir vor, der nächste Sheriff wird als er. Meinst du nicht, du könntest dann vielleicht auf sie einwirken, dass sie mit Ronan sprechen, ohne dass er das Amt niederlegt, eben aus genau diesen Gründen? Es kann nur etwas Schlimmeres nachkommen und es ist besser, eine Harpie und einen Sheriff in der Stadt zu haben, als auf Seiten der Camarilla, die durchaus auch bereit sind, mit den Anarchen zu reden und zusammenzuarbeiten. Denke, reden ist hier nicht das Problem. Als zu sagen, oh, ihr seid alles Anarchen und was ist dann das Problem? Das Vertrauen? Tut mir leid, aber er kann noch so oft sagen, er ist gegen diese ganzen Clans und Klüngel und keine Ahnung welche Geschichten. Aber er ist ein Tremere und ist der Sheriff der Camarilla. Ich bin Sheriff geworden, damit ich auf alle Kainiten in der Stadt aufpassen kann. Dafür gibt es nun mal keine andere Beschreibung. Ich fühle mich für unser Volk verantwortlich. Es gibt natürlich extreme Volldeppen unter unser Eins.
Das wirst du beweisen müssen. Wie willst du es beweisen? Worte kann jeder machen. Wir wollen einen Vertrauensvorschuss. So kommen wir nicht weiter. Deswegen bin ich aus dem Dreck raus. Ich meine, wir können jetzt auch das Ganze hier bleiben lassen und... Es gibt Krieg, früher oder später. Ich sag ja schon lange, was dieser Stadt passieren könnte, ist eventuell, dass sich die Kaniten gegenseitig vernichten. Weil über kurz oder lang, wenn ich nichts unternehmen würde, würde Sabra über meinen Kopf hinweg entscheiden, weil sie der Prinz ist. Dann wird eine Blutjagd auf Adam ausgerufen, einfach so, weil sie da Bock drauf hat letztendlich und der niemand widersprechen wird. Irgendwer wird die durchführen müssen, vermutlich Malcolm. Wenn er erfolgreich ist, gibt es Krieg zwischen den Anarchen und der Camarilla und die Stadt ertrinkt im Blut. Und dann kommt die zweite Inquisition und löscht alle aus. Das ist doch hirnrissig. Das sind genau diese alten Muster. Entweder wir durchbrechen die oder wir gehen unter. Bei mir läufst du damit offene Türen ein. Dann, du scheinst doch bei ihnen auch etwas zu gelten, wenn sie sich weiterhin mit dir treffen. Dann sei doch bitte so gut und leg ihr das auch so, hilf uns, unseren Standpunkt zu erklären. Und wenn sie jetzt drauf beharren von wegen, ihr seid aber die Camarilla und warum sollten wir denn? Ganz ehrlich, dann sind die Anarchen kein Stück besser wie die Camarilla. Wie gesagt, das ist ganz einer der Gründe, warum ich mich der Camarilla angeschlossen habe. Egal, was jetzt hier besprochen wird, wir müssen es immerhin versuchen. Da einfach jetzt nichts zu machen. Vielleicht fällt uns ja vor Ort etwas ein oder den Anarchen fällt noch etwas ein. Als Beweis, wenn ich das verabscheue. Was? Ja. Das werden wir sehen. Ich will das Rad zerschlagen. Ich will es nicht weiterdrehen. Hier soll jeder frei leben können. Es braucht Regeln, es braucht Gesetze. Das haben die Anarchen nie richtig verstanden. Aber diese Gesetze müssen von allen gleichermaßen eingehalten werden und müssen auf dem gemeinsamen Willen der Freiheit aller basieren. Nicht auf starrer Fixierung und auf Niederknüppeln. Eine Gang, die einfach nur planlos Shootouts macht, existiert nicht lange. Von mir aus sollen sie die Mafia als Vorbild nehmen. Wenn sich jeder als Familienmitglied des anderen sieht. Und man muss bei weitem nicht jeden mögen, der in der Familie drin ist. Okay. Wie kriegen wir das hin? Wenn du mit denen quatschst, ist das vielleicht sogar kontraproduktiv. Was ist, wenn Scarlett das macht? Schaut so Richtung Scarlett. Ich bin noch nie mit ihnen aneinander geraten. Also zumindest könnte ich ihnen neutral begegnen. Und dich hasst der Prinz. Ja.
Und ich glaube, wie war das, dein Clan? Ihr seid auch noch nicht so lange Teil der Kamarilla? Richtig. Das könnte funktionieren. Ein Versuch wäre es wert. Ja. Denke, ich suche sie mal und dann fühle ich vor. Aber dafür muss ich los. Und ohne euch. Ich bin da demnächst mal an einer Sache dran. Wenn alle damit einverstanden sind. Ich habe die Möglichkeit, Kleinodien anzufertigen, wo ich jeden jederzeit finden könnte, wenn er verloren geht. Mhm. Ich weiß nicht. Wenn ich die fertigstellen soll, werde ich mich daran setzen und jeder könnte einen bekommen, sodass ich ihn zumindest finden könnte oder sie. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass du weißt, wo jeder sich von uns aufhält, zu jeder Zeit. Meinst du nicht, dass das ein bisschen mehr zu sehr in die Richtung Tremere geht? Genau. Das ist von ihr als Sicherheitsgedanke gedacht, nicht zur Kontrolle. Das sagt die NSA auch. Ja. Ist nur ein Vorschlag. Da muss ich zuerst darüber nachdenken. Mir fiel jetzt gerade nur ein, wo Angela verschwunden ist. Hätte sie einen gehabt, könnte ich sie finden. Deswegen kam ich da drauf. Das klingt ganz schön creepy, Jerry. Ja. Ich kann aber nicht sagen, dass du dann auf dem Klo sitzt. Ich kann es nur sehr stark eingrenzen, wo du bist. Ich glaube auf einen Block oder so. Ist auch nichts für jetzt, nur vielleicht zukünftig. Wenn ihr prinzipiell sagt, nein, mache ich keine Forschung in der Richtung. Wünsche nur, ich hätte Jelly einen mitgegeben. Ich kann dir nicht wirklich sagen, ob ich das gut oder schlecht finde. Mir behagt der Gedanke nicht, beobachtet und verfolgt zu werden. Ich glaube, du weißt, warum. Vor allem die Frage ist, wenn du das anfertigst, wir haben ja noch mehr deiner Sorte in der Stadt, könnten die das dann auch benutzen? Ganz blöd gesagt. An sich nicht. Das an sich finde ich nicht gut. Sie würden erkennen können, was es ist, aber sie würden nicht sehen können, wer dran gebunden ist. Das könnte man aber rausfinden, zum Beispiel mit diesen Freunden, mit denen ihr euch gerade beschäftigt habt. Wenn jemand deutlich mächtiger ist als ich, ja, natürlich, wäre das denkbar. Wenn die zweite Inquisition jemand Mächtigeren von deinem Clan in die Hände bekommt, können sie die Dinge benutzen, um uns aufzuspüren. Wenn die zweite Inquisition einen übermächtigen Tremere in die Finger bekommt, können sie jeden einzelnen Tremere auf der Welt aufspüren. Nicht einschließlich. Nicht jeden vielleicht, aber. Je nachdem wen. Einschließlich aller Ghule, aller Rituale, alles. Ich hatte es jetzt nur als Gedanken gehabt, weil es mir jetzt helfen würde, Jelly zu finden. Seht mir das bitte nach. Die Gedanken sind frei, Ronan.
Du kannst aber sicher auch verstehen, dass wir nicht unbedingt gerade jetzt vor Begeisterung in die Hände klatschen. Ja, ich äußere das in der, ich frage in ein paar Monaten nochmal. Falls wir dann überhaupt noch leben. So, Bruce, halt mal an. Ja. Lass mich raus. Und ich melde mich dann bei euch. Also bei Scarlett. Ich greife nochmal kurz ihre Hand und guck sie nochmal an. Und pass bitte auf dich auf. Und du versuch keinem Nosferatu den Kopf abzureißen. Mhm. Schon betroffen da unten. Scarlett guckt erschrocken. Außer den Filmen sind die streckenweise verblüffend stark. Sie gibt Bruce einen Abschiedskuss und geht dann nach draußen. Die steht halt mitten auf einer Landstraße draußen an der Wüste. Läuft 2-3 Schritte vom Auto weg und verwandelt sich in einen Wolf und läuft in die Wüste. Das ist immer noch verdammt cool. Beeindruckend, ja. Du sagst das. Gibt so ein Schulterklopfen von Ronan. So, gut gemacht, Alter. Irgendwann bin ich auch mal so groß und kann das vielleicht ja auch. So, dann machen wir für heute an dieser Stelle dann auch einen Cut. Und hier wird gefragt, was mit der aus dem Sabbat geworden ist. Das weiß man noch nicht so ganz genau. Die Masse am Sabbat ist von der Zweiten Inquisition vernichtet worden. Der Rest kämpft im Gehenna-Krieg, denke ich. Und dann gibt es immer noch ein vereinzelte Sprengchen. Aber ja. Das Sabbat-Schicksal wird wahrscheinlich in irgendeinem zukünftigen Band wahrscheinlich noch genauer beschrieben werden. Und dann erfahren wir, was aus den Zimiske wurde. Hua, hua, hua. Also die La Sombra sind nicht ohne. Also aus Selbsterhaltungstrieb sind sie übergetreten. Ich sage, hey Leute, nehmt ihr uns auf? Wieso? 2000 Jahre Kirchengeschichte, die wir durchwandert haben. Oh, okay. Ja. Also wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, in 2 Wochen spielen wir weiter, wenn alles klappt. Morgen könnt ihr auf diesem Kanal abends um 20 Uhr auch dieselbe Sandbox erleben, in der wir jetzt hier spielen, aber allerdings die Gegenseite, nämlich die Hunter. Und mal schauen, was die dann machen und ob denen auffällt, dass in ihrem das direkt neben ihnen ein Vampir wohnt. mal schauen. Ja, und wenn euch das interessiert, was wir hier machen, schaut doch auch mal auf dem Nerdpool vorbei. Irgendwie über der Feramin ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Da gibt es einen Eventkalender mit ganz viel Rollenspiel-Streams, nicht nur von meiner Person, sondern auch von anderen Leuten. Da gibt es jeden Tag so 3-4 Streams zur Auswahl, die ihr euch angucken könnt. Und auf meinem YouTube-Kanal findet ihr auch jede Menge Zeug. Und da seid ihr versorgt. Also es gibt jetzt einige neue dazu gekommen. Falls euch interessiert, wie die Ursprünge dieser Session hier sind. Wir sind ja jetzt in Folge 32, da habt ihr einiges zum Nachgucken. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Vampire. Ja, gut. Gleich gibt's noch für die Patreons einen Aftershow-Talk hinterher. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen. Müsst aber nicht. Wir freuen uns über jeden, der das tut. Und wir sehen uns dann morgen bei Hunter oder wenn ihr nur Vampire guckt, in 2 Wochen wieder. Wann gibt's denn das nächste Mal was, wo man Feramin sehen kann? Ich habe gerade in meinem Kalender geschaut und es ist tatsächlich das nächste Mal am Ostermontag Vampire, aber dieses Mal Dark Ages bei Rerion. Das Finale des ersten Abenteuers der Transsilvanischen Chroniken. Jo, da kommt die Links zu Rerions, wie ihr Rerion findet. Rerion, ist das auch das nächste Mal, wenn du überhaupt generell was machst, oder sieht man dich vorher noch irgendwo anders nochmal? Mensch, Quali, was für ein Zufall, dass du noch gefragt hast.
Bei mir sieht man jetzt was am Dienstag. Und zwar geht es da weiter mit Call of Cthulhu, mit dem Horror im Orient Express. Da geht es jetzt so langsam richtig ins Abenteuer. Und ja, das wird auf jeden Fall unterhaltsam und es geht nach Paris. Interessant, ja. Geht's auch nach Paris mit Kakko oder was macht der so? Nein, leider nicht. Dafür geht's in eine weit, weit entfernte Zukunft. Am 10. April geht nämlich unsere Starfinder-Runde weiter. Das Interlude kommt hoffentlich dann auch mal zu einem Ende mit einem großen Raumkampf, den es dann das erste Mal auf dem Kanal gibt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten, gerade jetzt zu dieser Zeit, kann es aber immer mal wieder sein, dass ich dann abends mal entweder ein bisschen Magic spiele oder wieder ein Bemalstream oder so starte. Deswegen, da kann man immer mal zwischendurch mal gucken. Das wird dann auch immer im Nerdpool eingetragen. Ansonsten kündige ich das auch immer auf meinem Instagram-Account an. Da bin ich der einzig wahre Kako. Also das auch genauso eingeben, dann findet ihr mich auch. Da wird das auch immer vorzeitig angekündigt. Okay. Ja, Mondi. Wo findet man dich? Dann auch zum Ostermontag bei Rerion der Dark Ages-Reihe. Wuhu, geht's weiter! Der Troubadour der Waldprinzessin. Ja! Gibt's auch bald mal wieder ein Let's Play von Mondi? Muss ich mal schauen. Aber es ist durch das ganze Pen and Paper ziemlich in den Hintergrund geraten, das Gedaddel. Aber Pen and Paper live spielen macht halt mehr Spaß. Ist einfach so. Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch den Segen der Nacht und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr das später auf YouTube schaut, hinterlasst uns einen Kommentar und einen Daumen hoch und ihr wisst das Ganze. Ich leite das alles dann immer noch weiter an die Spielerinnen und Spieler. Die freuen sich immer einen Kack. Also nicht einen Kack, aber so ein... Ihr wisst, was ich meine. Die freuen sich einen Ast ab. Genau, das wollte ich sagen. Die freuen sich einen Ast ab, wenn sie Kommentare lesen können und ja. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.